Zu links, zu utopisch, zu Klima. Zu kaufen, die Wochentaz. Die neue linke Wochenzeitung. Immer samstags neu am Kiosk. Guten Abend, liebes Publikum hier in der Taz-Kantine. Herzlich willkommen. Guten. Guten Abend, liebes Publikum, auch zu Hause an den Screens. Wir wissen über die Voranmeldung, dass wir heute eine Rekordzuschauerinnenzahl erzielen. Und das wird dann auch in der Konserve, die ab sofort hinterher dann verfüglich sein wird, auch haben werden. Und heute Abend, ich muss das ganz ehrlich sagen, diese Veranstaltung ist nicht auf meinem Mist gewachsen, aber umso beherzter habe ich sie ins Werk gesetzt und zwar so schnell wie möglich. Das war die Idee dieser beiden. Herzlich willkommen, Ronja Othmann und Myrna Funk. Diese Veranstaltung ist, glaube ich, der gefühlt 411. Taz-Talk, teils in der Kantine, überwiegend im Stream, den wir mit der Corona-Pandemie eingeführt haben. Wir sind als Haus selber und mein Freund und Kollege und technischer Direktor, der da hinten sitzt, Peter Rohrmann, sind stolz, dass wir dieses Projekt zu einem guten Projekt hier bei uns im Taz-Haus gemacht haben. Dann sind heute außerdem We Never Walk Alone, Anke ist die Kamerafrau wieder und Moritz ist der Support bei der Technik. Auch Ihnen einen kleinen Applaus, würde ich meinen. Wir sprechen heute Schulterschluss des Grauens. Das ist eine Überschrift, die von einer Mitdiskutantin stammt, nämlich Myrna. Und dann habe ich gedacht, diese Frau sollte man unbedingt für eine Redaktion erneuern. Die kann Überschriften. Taz Talk zu Antisemitismus in Deutschland. Ich will noch mal Ihnen zu Hause und hier sagen, wir stehen alle nicht auf Geiz. Dieses Projekt Taz Talk wird möglich gemacht durch unsere Spendenplattform Tazalig. Wir haben ja keine Bezahlstelle. Spenden Sie. Geben Sie Ihrem Herzen einen Ruck, zumal im Geiste dieses Abends. Schulterschluss des Grauens. Ach so, im Übrigen, das habe ich vergessen, immer technischer Fehler. Mein Name ist Jan Feddersen. Ich werde jetzt mal ein bisschen bekennerhaft. Ich habe seit vielen Jahren eine Regenbogen-Israel-Fahne auf meinem Tisch. Und zwar nicht, weil ich jüdisch bin, sondern weil das einfach für mich immer ein wichtiges, in meinem Leben wichtiges politisches Start-up war. Und zwar ganz genau in dieser neoliberalen Sprache. Da probieren Leute, in welcher Problematik auch immer, aus historisch sehr ambivalenten Voraussetzungen heraus einen lebbaren, demokratischen, jüdischen Staat zu etablieren. Das hat mir schon als Jugendlicher imponiert. Ich will das noch mal ganz kurz, letzter Hinweis in eigener Sache. Dieses hier habe ich bei meinem letzten Israel-Urlaub Golda, es ist my hero. Also das habe ich dann mit Barbara Streisand gemeinsam. Golda Meir ist meine Heldin. Und den Rest über sie kann man in München 72 von Spielberg sehen. Und heute haben wir diese beiden zu Gast. Und was ich toll finde, Myrna Funk und ich begleiten uns auf Facebook, auf verschiedenen anderen Medien. Ich mag auch ihre, sagen wir mal so vorsichtig, Engagiertheit in vielerlei Hinsicht. Und ich lese das mit großer Lust, ob ich mit ihr jetzt zu 100% oder sonst wie einverstanden bin. Sie ist Anfang der 80er Jahre in damals noch Ostberlin geboren. Sie ist Schriftstellerin. Sie lebt sowohl in Berlin als auch in Tel Aviv. Ich las bei dir lexikalisch, du seist alleinerziehende Mutter. Heißt das so, ja. Ja, das heißt so, ist auch fast in bestimmten Kontexten so ein Ehrentitel. Also dann so wird das so hervorgehoben. Du bist politische Schreiberin, Autorin, du hast in vielfältiger Weise auch in puncto Israel schon in diversesten Zeitungen interveniert und wir beide werden demnächst für die Wochentaz ein Interview haben, damit du deine Position auch bei uns nochmal ausführlichst darlegen kannst. Ja, genau, das freut mich, weil ich es führe. Wir retten die Linke. Ja, wir retten die Linke, mein Projekt seit 40 Jahren. Wieso geht mein Mikro eigentlich? Und daneben sitzt Ronja Othmann und wir kennen uns, glaube ich, schon verhältnismäßig lange. Und auch zu meiner großen Freude, sie hat hier in der Taz eine Kolumne gehabt, dann hat sie in der FAS alleine die Kolumne gehabt und das ist von größter Klarheit. Ich fühlte mich quasi immer persönlich geschwisterlich verbunden, weil da orientiert sich eine in der ganzen Welt mit den ganzen schwierigen Problemen,
an menschenrechtlichen und bürgerrechtlichen Fragen und sie bringt etwas auf den Punkt, wovon ich vorher nicht viel wusste. Und ja, ich bin glücklich, dass ihr hier seid und auch dieses Publikum. Wir haben im Übrigen vergessen zu erwähnen, draußen, der hat sie so ein bisschen durchgefummelt, möglicherweise mit seiner Kollegin. Das ist mein Freund, der Bodyguard Ray. Und der sorgt dafür, dass alle hier heute in einem ganz bezaubernden Safehouse sind. Danke, Ray. Danke, deine Kollegin. Und im Übrigen habe ich nach meiner Erkältung noch einen Resthusten. Das bitte ich jetzt zu entschuldigen. Also jetzt die Frage an euch beide. Schulterschluss des Grauens. Werden wir jetzt mal unkomisch. Was ist am 7. Oktober am Rande des Gazastreifens passiert? Was ist da passiert? Was passiert ist, ist, dass viele Hundertschaften Hamas-Terroristen sowie ab einem bestimmten Zeitpunkt auch Zivilisten aus dem Gazastreifen auf das israelische Gebiet eingedrungen sind und über viele, 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 viele Stunden dort ein sozusagen Landabschnitt von rund 40 Quadratkilometer dem Boden gleich gemacht haben. Und zwar nicht nur sozusagen, dass sie Häuser abgebrannt haben und Hunde getötet, sondern sie haben einfach wirklich menschlich unfassbare Dinge diesen Bewohnern in den Kibbuzim, wie auch auf dem Musikfestival angetan. Bis heute gibt es viele hundert Menschen, die immer noch nicht identifiziert werden können, weil sie so sozusagen entmenschlicht wurden, verstümmelt wurden, bei lebendigem Leib verbrannt wurden, dass man es ist kaum möglich ist, jemals sie zu identifizieren. Wichtig ist dabei zu sagen, dass im Judentum der Körper heilig ist. Der muss sozusagen eigentlich unversehrt, er sollte so unversehrt wie möglich in die Erde zurückkehren. Deswegen war auch das Verbrennen der Juden im Holocaust sozusagen eine Entweihung des jüdischen Körpers. Und diese Verbrennungen, dieses Verbrennen des jüdischen Körpers hat auch an diesem 7. Oktober stattgefunden. Aber nicht nur das, sondern vieles Schreckliche andere, was man eigentlich kaum in Worte packen kann. Ja, die Hamas, dieses Verbrechen gemacht hat. Sie hatten Kameras dabei, sie haben auch gefilmt, also sie haben sich auch an diesem Verbrechen auch an dem IS orientiert, der auch die Verbrechen gefilmt hat und online gestellt hat und auch direkt an die Familienangehörige, teilweise auf die Facebook-Timeline. Sie haben den Leuten das Handy abgenommen und dann die Ermordung gefilmt. Also wirklich, hat sich gegen Zivilisten gerichtet. Sie sind in das Privateste der Menschen, in ihre Häuser eingedrungen und sie haben auch vergewaltigt beispielsweise, wie eben auch der IS. Und wenn ich jetzt darüber spreche, mir fehlen also die Worte für diese Verbrechen. Und es ist der IS, Hamas, sage ich schon immer. Die Hamas war dabei unterstützt vom Iran, finanziell und auch wahrscheinlich strategisch, geht man davon aus. Was mich verblüfft hat, für mich ist selbst als Nachrichtenjunkie die Infolage noch nicht rund, aber ich habe gelesen, ich weiß jetzt nicht, in welchem Blatt könnte sein, in der Taz oder sonst wo, dass, ich lese viel, und dass die israelische Regierung kurz vor dem 7. Oktober oder geraume Zeit davor dann doch trotz Absperrung des Gazastreifens Arbeitskarten verteilte und dass es Hinweise gab, dass unter diesen Arbeitskarteninhaberinnen offenbar auch, wie sagt man das in der Filmbranche, Location Scouts waren. Also das machte mein Blut dickflüssig, plötzlich zu merken, die wussten über alles Bescheid und die kannten plötzlich sogar die Räume. Und
Ist doch irre. Also das ist, weiß man mittlerweile, es ist eine fast ein Jahr lang geplante Operation gewesen. Die Hamas-Terroristen hatten geprintete Booklets dabei. In diesen geprinteten Booklets stand, wie man foltert, wie man kidnappt, wie man vorgeht. Es gab Lagepläne sozusagen der einzelnen Kibbuzim und das war eine wirklich lang geplante Operation. Das heißt, die Hamas wusste, was sie dort tut. Und die Hamas wird auch Unterstützung bekommen haben von hundertprozentig vom Iran. Wir können das jetzt auch noch natürlich globaler aufmachen. Es gibt Vermutungen, dass sie Unterstützung auch von Russland bekommen haben. Es gibt Stützpunkte am Gazastreifen. Das Erste, was sie gemacht haben, waren diese Armeestützpunkte sozusagen auszuschalten und alle Soldaten, die in diesen Armeestützpunkten sind, also entweder sozusagen zu ermorden oder als Geiseln zu nehmen. Das heißt, das führte dann auch in den Stunden nach dem ersten, also sozusagen nach dem Eindringen dazu, dass es kaum Soldaten und nicht genug Soldaten mehr in der Gegend gab, die hätten gegen diese Hamas-Kämpfer überhaupt antreten können. Und man muss auch dazu sagen, wir reden hier, also man redet von rund 1.500 bis 2.000 Hamas-Kämpfern und dann eben in den Stunden kamen eben auch Zivilisten. Genau, und was auch, also diese Leute, die diese Arbeitserlaubnis hatten, das wissen ja auch viele nicht, dass die Jahre immer wieder Menschen aus Gaza in Israel Arbeitsstellen hatten und gearbeitet haben. Und die sind teilweise täglich gependelt. Und ich meine, das ist ja auch so, am Freitag, bevor dieses Pogrom passiert ist, wurden 18.000 neue Arbeitsgenehmigungen bewilligt. Und das ist ja auch ein krassester Vertrag, also ich meine, ein Verbrechen, aber auch was es mit macht, wenn man den Leuten vertraut, dass sie dort arbeiten, dass sie da reinkommen und zurückgehen und dass diese Leute dann ausgekundschaftet haben und diese Leute sich an diesem Verbrechen beteiligt haben. Das muss man auch nochmal sagen. Ich hatte eben selber mein Nachrichten-Junkie-Tum schon bekannt und ich nehme an, dass ihr da genauso an der Nadel hängt, wie man so sagt. Seid ihr, sind wir eigentlich durch die öffentlich-rechtlichen Medien gut informiert worden? Also, um mal ein bisschen zum Punkt zu kommen. Um mal zum Punkt zu kommen? Ja. Ist das Gespräch schon zu Ende? Nein, nein, nein. Das ist ein Punkt von ungefähr 30. Wir sind ja alle eingekesselt heute Abend. Wir machen einfach... Genau, also ich weiß nicht, wie, also die ersten Tage, würde ich sagen, wurde man so gut wie gar nicht besonders gut informiert. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich bin informiert worden, natürlich durch israelisches Fernsehen, durch meine israelischen Freunde. Schon am 7. Oktober wurden die ersten Videos, also ich bin morgens wirklich, ich bin um 7.30 Uhr aufgewacht worden mit Videos sozusagen des Anschlags in meinem WhatsApp und so ging das dann den ganzen 7. Oktober und man hat sofort angefangen, auch den Hamas-Telegram-Kanal zu abonnieren. Die haben sozusagen auf dem Hamas-Telegram-Kanal die Videos hochgeladen, die Videos der Ermordungen hochgeladen, auch die Vergewaltigungsvideos hochgeladen, unterschiedliche Videos hochgeladen, die Videos davon, wie sie in die Kibbuzim eindringen, wie sie auf dem Nova-Festival entführen und so weiter. Also die haben ja quasi, die waren ja der News-Channel mindestens die ersten 24 Stunden hinweg und ich muss sagen, ich habe mich eigentlich vor allem über israelisches und israelisches Fernsehen und meine israelischen Freunde informiert und habe das ja auch sofort am 7. Oktober angefangen, zum Beispiel jetzt auf Instagram zu posten und hatte den Eindruck, dass mindestens über 4 Tage hinweg hier in Deutschland keiner wusste, was groß passiert ist. Also man wusste, okay, es hatte irgendeinen Terroranschlag gegeben, aber was ist ein Terroranschlag? 50 Leute rennen rein und schießen um sich, ja, aber was da passiert ist in seiner, ich frage mich auch, ob das bis jetzt sozusagen, ich glaube, langsam ist es durchgedrungen, aber es sind jetzt 4 Wochen nach dem Attentat, ja.
Also genau, ich habe mich auch, also über alle möglichen, und ich will auch nicht, es gibt wirklich auch gute Arbeit, also Leute, die in Öffentlich-Rechtlichen gute Arbeit machen, und es gibt, was weiß ich, in allen möglichen Zeitungen auch Leute, die gute Arbeit machen. Ich habe auch diesen, jetzt ist er ja in Deutschland, obwohl man kommt, glaube ich, noch irgendwo hin, aber ich habe gesehen, er war jetzt kurz gesperrt, dieser Hamas-Telegram-Channel, also so, ich lese auch, also was islamistische Outlets machen oder was jetzt zum Beispiel katarische machen und so weiter. Was ich teilweise mich schockiert hat, ist, wie man, und das Problem hat man nicht jetzt erst zum ersten Mal, dass man teilweise wie so, also wenn die Hamas irgendwas sagt oder das Gesundheitsministerium in Anführungszeichen in Gaza, und das ist in Hamas-Hand etwas sagt, dass das wie so als Tatsachen manchmal übernommen wird, dass es nicht eingeordnet wird, dass es Hamas-Quellen sind. Und ich meine, das hatte man zum Beispiel schon bei den Protesten gegen das iranische Regime, dass wenn die etwas gesagt haben, dass manchmal deren Pressemitteilungen einfach so übernommen werden oder aus deren Staatsmedien etwas übernommen wird. Und das ist ein Problem. Und ich finde, was ich auch gelesen habe, wie so Hamas-Kämpfer oder palästinensische Kämpfer oder so. Ich meine, die Hamas ist eine, also radikal ist jetzt ein komisches Wort, aber eine islamistische, dschihadistische Organisation, deren Leitspruch es ist, ihr liebt das Leben, wir lieben den Tod, die Vernichtung aller Juden zum Ziel hat und des Staates Israel. Also das muss, also das so eine Organisation ist das. Und die lügen und die verdrehen und die machen Propaganda. Und ich finde halt, das kann man nicht einfach eins zu eins übernehmen und zu einzuordnen. So, also das ist teilweise passiert, leider. Und das ist natürlich auch jetzt im Folge der, also der letzten zwei Wochen, als die, als es natürlich Luftangriffe von Israel auf Gaza gegeben hat. Es gibt jetzt eine Bodenoffensive, die aber sich sozusagen im Norden von Gaza die im Norden von Gaza stattfindet. Wir haben das große Problem, es gibt in Gaza keine internationalen Journalisten mehr. Es gibt nur Gaza, also es gibt nur sozusagen das sozusagen Ministry of Health, ja, aber das ist Hamas. Hamas ist die legitimierte Regierung von Gaza seit 16 Jahren, gewählt. Und alles, was sozusagen, was rausgeht, ist, geht raus von Hamas. Und Hamas ist, wie Ronja das schon gesagt hat, eine terroristische Organisation. Und wir müssen, und das ist ganz schwierig, wir müssen sozusagen, bei allem, was wir hören, müssen wir immer mitdenken, das ist also eine Aussage eines terroristischen Regimes, das gerade vor 4 Wochen Babys in den Ofen gepackt hat und den Ofen angemacht hat. Ne? Und, oder schwangeren Frauen ihre Babys bei lebendigem Leib rausgeschnitten hat. Und die Frage ist sozusagen, was können wir von dem nehmen? Das ist wie eine Art Informationsloch, in dem wir uns eigentlich befinden. Gleichzeitig müssen wir trotzdem natürlich darüber reden, was passiert in Gaza, welches Leid findet in Gaza statt. Schreckliches Leid findet in Gaza statt. Aber was jetzt dort wirklich passiert, wie viele wirklich gestorben sind, das haben wir, glaube ich, diese Problematik haben wir vor allem an dem Krankenhaus vor 2 Wochen gesehen, was dann eben durch den islamistischen Dschihad getroffen wurde. Versehentlich getroffen wurde. Und wie übrigens rund 600 Raketen in den letzten 3 Wochen in Gaza sozusagen landen, obwohl sie Israel treffen sollen. Ja, das fand ich auch verblüffend. Es gab tatsächlich diese Rakete oder Raketchen, man weiß es nicht genau, auf dieses Krankenhaus, und das war dann, wie sich in einigen Medien sich darstellte, war das sehr klar kontextualisierbar. Es war ein Krankenhaus, es wird nicht so groß gewesen sein wie das, was die Hamas behauptete. Außerdem ist da immer mit zu rechnen, dass da auch Hamas-Kommandostrukturen unter Gesundheits- und karitativen Einrichtungen mit verborgen sind. Heute erst, und ich glaube, das habe ich jedenfalls heute erst in meiner Timeline gesehen, hat sich die New York Times für diesen schlimmen Berichterstattungsfehler, Dekontextualisierung, entschuldigt. Viele andere Medien, aber es war so verblüffend, dass gerade in Deutschland, war mein Eindruck, diese Meldung so blank aufgegriffen wurde. Und ich meine, das Problem ist, es ist halt, also man hat halt keine Journalisten, also keine, zum Beispiel
deutsche Journalisten, die man da hinschickt und die dann so Beobachter sind und so weiter. Und das Problem ist, es kursieren so viele Bilder. Und es gibt so ein Beispiel, wo ich, das mir irgendwann aufgefallen ist. Man hat Israel vorgeworfen, dass sie Phosphorbomben einsetzen. Ja. Das Bild, was gezeigt wurde, das stammt aus, und ich kenne das Bild, es gab einen Phosphorbombenangriff von Erdogan auf Nordostsyrien und das Bild stammt von da. Und ich habe es damals gesehen und es ist genau dasselbe Bild. Also es wurden auch Bilder aus dem Krieg in Syrien verwendet. Es gibt KI-generierte Bilder. Es ist wahnsinnig schwierig so. Und ich glaube, so Fact-Checking... Das ist ganz kompliziert. Also ich glaube, es ist auch... wie nicht möglich. Und die einzige Chance, die wir haben, ist, das immer mitzudenken. Also wir müssen immer mitdenken... Wie viele sind das jetzt wirklich? Ist das jetzt wirklich? Und das ist ein Problem, weil es entmenschlicht natürlich das Schicksal der Bewohner Gazas in diesem Moment. Aber gleichzeitig handelt es sich um ein islamistisches Regime, was dort herrscht und was ganz genau weiß, was es dort tut. Die wissen ganz genau, was sie dort tun. Das ist alles geplant. Ja? Sie wissen auch, wo die zivilen Einrichtungen sind und ihre militärischen Stützpunkte, ihre Waffenstützpunkte sind und ihre Tunnel sind unter zivilen, also Wohnhäusern, Krankenhäusern, Schulen. Also ich glaube, vor allem dieses Tunnelsystem, das können sich wahrscheinlich wenige irgendwie so vorstellen. Also es gibt sozusagen zwei Städte. Ja? Also es gibt zwei Landabschnitte. Es gibt Gaza über der Erde und dann gibt es Gaza unter der Erde. Da ist ein seit vielen, vielen Jahren schon ein absolut unfassbar weit verzweigtes Tunnelsystem. In Israel hat man in Tel Aviv hat man jetzt 15 Jahre lang eine U-Bahn gebaut und der größte Joke war immer, warum holen wir uns nicht die aus Gaza? Die wissen ja, wie man das macht. Und weil die einfach wirklich, also die haben ein unfassbar krasses Tunnelsystem unter diesen Gazastreifen gebaut. Mit Räumen, mit Belüftung, mit Wasser, mit Strom. Jeder einzelne Beton, jedes bisschen Beton, jedes Wasserrohr, ne? jede Elektrizitätsleitung, das ist in diesen Ausbau dieses Untergrundsystems gegangen. Und wenn man sich die, also ich habe gerade gestern oder so, habe ich ein Interview gesehen, auch wieder mit einem Hamas-Sprecher, wo dann gefragt wird, ja, aber warum darf die Zivilbevölkerung denn nicht in dieses wahnsinnig genial ausgeklügelte Untergrundsystem, weil da werden die ja geschützt und dann sagt er, nee, die müssen oben bleiben, weil die sind ja sowieso Märtyrer und sind Casualties und als Märtyrer muss man eben oben und die UN für die Sachen. Möge sich um sie kümmern. Wir haben uns das da unten gebaut. Und das macht sozusagen auch diesen gesamten Krieg dort, die Offensive, die Bodenoffensive, enorm schwer, weil auch die Israelis natürlich nicht absolut vollumfänglich Bescheid wissen, wie diese einzelnen Tunnelsysteme aufgebaut sind. Und man weiß halt nicht, wenn man reingeht und denkt, man hat jetzt ein Stück, wieso ist da jetzt rein? Man weiß ja nicht, ob hinter irgendeiner Ecke oder hinter so einem Strauch oder man hatte so hinter irgendeinem Hühnerstall oder irgendwas einen Tunneleingang ist. Also das ist auch wahnsinnig schwer und es ist schrecklich für die Bevölkerung, die da dazwischen ist. Schrecklich. Also wer die Serie Fauda, ich glaube die dritte Staffel gesehen hatte. Die vierte, genau. Spielte im Gazastreifen, ahnt ungefähr die Dimension. Also vermutlich hätte Joseph Beuys dieses ganze Konstrukt namens Gaza in städtearchitektonischer Hinsicht als eine ästhetische Revelation empfunden. Ja. So ist da schon was gelungen. Beuys ist genau der Richtige an der Stelle. Vielleicht könnt ihr mir erklären, ich kann mich hier an Berichterstattung in meiner Zeitung erinnern. Wir haben das vorhin kurz mal per Google ganz genau rausgefunden. Es gab doch dieses linke Gaza-Solidaritätsschiff. Da waren auch zwei, drei Politiker der Linkspartei mit dran beteiligt, Syriza und so weiter und so weiter. Und da ging es um Gaza, das war immer die Chiffre so. Und
hier wurde fast so eine Friedensbewegungsstimmung damit entfaltet. Warum genoss dieses Projekt damals in gewissen Kreisen so eine Faszination? Ist also schwierig zu antworten, aber ein Ding, was mir da immer auffällt, ist, dass halt wie so diese islamistische Terrorherrschaft komplett ausgeblendet wird. Also auch jetzt sieht man das wieder, dass über Gaza gesprochen wird, als wäre die Hamas nicht da, als gäbe es nicht die Hamas. So, als würde da einfach aus purer Bosheit und Vernichtungswillen eine Zivilbevölkerung bombardiert und als wäre nicht überall in Gaza in jeder Ecke irgendein Hamas-Punkt. Stützpunkt, Waffenstützpunkt, Kämpfer und so weiter. So. Also das ist, und das finde ich, das ist jetzt nicht erst seit gestern so, sondern es geht auch schon länger. Also die Hamas ist ja länger dort und das finde ich in den Diskussionen wurde es immer ausgeblendet. So. Und sie wurde auch so ein bisschen verharmlost. Also ich glaube vielleicht, man hatte Al-Qaida, man hatte andere, manchmal so ein bisschen so die Vorstellung, so, ah, vielleicht ist es so die harmlosere Terrororganisation. Das ist so auch mein Eindruck gewesen. Nur Al-Qaida zivilisiert so. Ja, ich glaube fast schon. Ich glaube noch, sie ist eigentlich nicht verharmlost worden, sondern sie ist überhöht worden, sie ist glorifiziert worden. Also wenn wir an Judith Butler denken, die 2006 sagt, in einem Vortrag, Seminar, was auch immer, ja, kann man sich online angucken, Hamas und Hezbollah sind Social Movements and they're progressive. That's why they belong to the global left. Ja. Und das ist wahnsinnig interessant. Also an der Stelle versagt sozusagen die Linke auch. Ja? Also sie versagt deshalb, weil sie offensichtlich nicht begreift, dass wir es eben bei der Hamas überhaupt nicht um ein irgendwie altruistisches, liberales, progressives Social Movement mit einem zu tun haben, sondern wir haben es eigentlich mit einer mafiösen, kriminellen Struktur zu tun. Und die Führer von der Hamas, die leben ja natürlich nicht im Gazastreifen, weil wer will da schon leben, ja, sondern die leben in Katar. Und die haben wirklich, ich glaube, wir werden in 10 Jahren, werden Bücher darüber geschrieben werden und Filme und geile Netflix-Serien und so gemacht, weil sie was wahnsinnig Geniales geschaffen haben. Sie haben wirklich es hinbekommen, eine absolut mörderische Death Cult Criminal Organization zu einer liberal-progressiven Befreiungsbewegung zu stilisieren, die dann von allen als genial empfunden wird. Dabei leben die davon. Und das muss man verstehen. Und das ist das aller Schlimmste für die Menschen und die Zivilbevölkerung. Die leben von jedem toten Kind. Jedes tote Kind macht Katsching auf dem Nummernkonto, auf dem Schweizer Nummernkonto von Hanier. Was man machen müsste, wäre, um das Leid zu beenden, ist sie auszudryen. Ne? Also eigentlich dürfte niemand mehr überweisen. Ihr seht wieder ein trauriges Kind, ihr seht wieder ein totes Kind, ihr seht wieder ein zerstörtes Haus. Theoretisch müsste man aufhören, jeden Pfennig zu überweisen, so schmerzhaft es auch ist und so schwer es auch ist. Eine Sekunde noch. Weil sie genau davon leben. Das ist ihr Einkommensstream. This is how they make money. Ja? Und ich gebe dir da vollkommen recht, also mit diesen Leuten, die sie zur Befreiungsorganisation erklären, aber gleichzeitig, es gibt auch, im Deutschlandfunk habe ich ein Interview gehört, es gibt Leute, die sie nicht zur Befreiungsorganisation erklärt haben, aber die irgendwie so der Meinung waren, okay, die sind irgendwie islamistisch, irgendwie auch radikal, aber man kann ja mit denen ja irgendwie reden. Und das hat man irgendwie, diesen Quatschgedanken hatte man auch beim IS, der war dann irgendwie ziemlich schnell vorbei, aber das ist nochmal sowieso. Klar ist, dass die Hamas, das ist nicht, das, mit denen kann man nicht verhandeln, mit Leuten, die solche Verbrechen machen, die den Tod, also wirklich Death Cult, Todeskult agieren. Das ist nicht, die haben auch kein politisches Ziel, wie irgendwie eine Befreiung oder sie wollen irgendwas für die Palästinenser rausschlagen. Nein, so, sie wollen Israel zerstören und auch wenn sie dabei selbst draufgehen, wie übrigens der IS auch gemordet hat, Selbstmordattentate
auch wenn sie dabei selbst draufgehen oder mit dem eigenen Tod noch mehr Leute umbringen. Und ein Punkt, was ich dazu auch noch sagen will, es ist nicht nur, dann braucht man auch politischen Druck, dass das könnte zum Beispiel, das wundere ich mich, warum das auf diesen Demonstrationen, warum man sich nicht an die Bundesregierung richtet, Katar überweist Geld, der Iran überweist Geld, übrigens Islamic Relief, diese weltweite Muslimbruderschaftshilfsorganisation, überweist nachweislich Geld. In der übrigens an Berliner Unis, an der Charité Hochschulgruppen, werden Spenden gerade gesammelt so für diese Organisation, die Hamas unterstützt. Der Chef von der diese Islamic Reliefs-Vorstände, die haben gegen Juden gehetzt in der Vergangenheit, übrigens auch gegen Jesiden als Teufelsanbeter bezeichnet. Also sie sind islamistisch. Und ich glaube, das muss man endlich mal begreifen. So. Ihr beiden, ich würde gerne, ich danke dir, volle Klarheit. Ich bin sehr dankbar. Ihr beiden, ich würde das Thema Die Linke und dieses seltsame Verhältnis zu so Dingen wie Israel-Kritik und was es da alles gibt, würde ich gleich nochmal anfügen. Aber jetzt möchte ich erst mal fragen, was mich gewundert hat. Entschuldigung, 7. Oktober und es hat in Sachen Bataclan und Brüssel im Grunde genommen wenige Stunden gebraucht. Dann waren wir Belgier oder Franzosen oder dann waren wir Amerikaner nach 9/11 und dann hingen entsprechende Flaggen aus, fast überall, besonders nach 9/11. Wie könnt ihr euch erklären, dass keine israelischen Flaggen öffentlich zu sehen waren, dass im Grunde genommen keine, wenn man so will, deutsch-solidarische israelische Zeichensetzung stattfand? Also ich glaube, das hat zwei verschiedene Gründe. Also der erste Grund ist, dass es in Deutschland selbstverständlich eine Art pathologisches Verhältnis zum Juden gibt aufgrund der Geschichte. Das heißt, man ist da eh so ein bisschen so, oh Gott, der Jude und dann schon wieder Holocaust und was haben eigentlich meine Großeltern gemacht? Und dann wird alles ganz komisch in einem drin. Und dann ist natürlich Israel der Judenstaat, oh Gott, auch noch ein Staat voller der und die Großeltern und der Holocaust und jetzt wird mir noch viel schlechter. So. Das ist das Erste. Das heißt, wir haben es sozusagen vor allem in Deutschland mit einem sozusagen internalisierten Beklemmungsgefühl zu tun, was aufgrund der vor 80 Jahren stattgefundenen Shoah im Zusammenhang steht. Das ist das Erste. Und dann ist das Zweite, dass selbstverständlich Israel seit vielen Jahrzehnten von einem eher progressiven und auch linken Spektrum kritisiert wird und als schwierig empfunden wird und als auch irgendwie unauthentisch da unten mit diesen ganzen wahnsinnig authentischen Leuten und so. Und dann hat die Hamas alle Arbeit geleistet, wirklich, also die müsste man, das ist als ein PR-Case, der müsste in jedes große Unternehmen, also Coca-Cola, Apple und weiß ich nicht, Colgate oder so. Ich bin wie aus den 90ern, ne? Das ist wirklich, ich kling wie aus den 90ern. Aber ja, ein bisschen, ist so. Aber ist gut. Ja, aber ich bin ja auch sozusagen von da und Colgate, Gel, und das ist ein PR-Case, der müsste in jedes Unternehmen, die haben das wirklich fantastisch gemacht, dieses Branding, ne? Also dieses gesamte Branding, dieser Täter-Opfer-Umkehr, das Branding, dass es sich hier um eine Kolonialmacht handelt, das Branding, dass es sich um eine Apartheid handelt. Das Branding, dass dort eben weiße Siedler das indigene Volk vertrieben haben und das Branding, dass dort seit 75 Jahren ein Genozid stattfindet, übrigens der unerfolgreichste Genozid aller Zeiten.
Die palästinensische Bevölkerung hat sich verdreifacht in den letzten 20 Jahren. Aber das spielt sozusagen, das ist das Interessante, ne? Also diese ganzen Fakten spielen keine Rolle. Mhm. Und die haben sich sozusagen, die sind wie als Wahrheit, finden die, glaube ich, statt in der Bevölkerung. Und man traut sich nicht mit diesen White Colonial Genocidal Settlers in irgendeiner Art und Weise sich mit denen zu solidarisieren. Wobei man sagen muss, Ronja, du weißt, dass die Westdeutsche Linke, also das quasi beginnende, aufgeklärte, linksliberale Bürgertum der späten 50er Jahre, frühen 60er, es war glühend für Israel. Man suchte um... Aber das war Sechstagekrieg. Und dann kam der Sechstagekrieg und meine These ist, danach hat man Israel zu hassen begonnen, weil plötzlich Israel als... Sind die stark? Die sind stark. Ja. Die hatten Erfolg. Ja, ja. Und die Linke liebt den Erfolg nicht. Sowieso nur tote Juden oder gefesselte Juden oder Juden auf einem Leichenberg oder sehr dünne Juden oder auf jeden Fall dürfen die nicht wehrhaft sein. Und und das ist auch dieses Komische, also ich meine, was man jetzt auch hört, ja, es ist ein Staat, naja, aber so man, also was jetzt vor kurzem, und es hat einen Staat und es hat ein Militär, man ist nicht solidarisch mit einem Staat und einem Militär. Naja, wenn man überlegt, was vor kurzem Barry Weiss gesagt hat, was sind im Middle East, Juden ohne Staat, Militär, so rum hat sie es gesagt, das weiß ich, du weißt ihr Zitat besser als... Nee, du hast es nicht. Ja. Und ich habe gesagt, oh mein Gott, Barry Weiss, I always felt I'm her and the German Barry Weiss. Naja, jedenfalls, was ist Israel ohne Militär? Genau. Und das sind die Jesiden, genau. Also was passiert, wenn man kein Militär hat als Minderheit? Genau, und das ist, ich meine, das muss man, und diese Liebe für so ein, also für ein vermeintliches Opfer, diese Erzählung von diese David gegen Goliath, diese, dass man auch, ich finde auch fernab von jeder Realität, also dass man Israel als weiß imaginiert sozusagen. Der war noch nicht da. Genau, also jeder, der Israel als weiß imaginiert, war noch nie da. Das ist sozusagen unmöglich. In dem Moment, wie du aus dem Flieger steigst, bist du auf jeden Fall nicht mehr in Weißland. Das geht nicht mehr, das ist dann pulverisiert. Ja, genau. Es hat nichts mit der Realität, es hat auch irgendwie, erinnert mich das auch, es ist vieles in diesen Tagen, erinnert mich an diese, was man so als Schwurbler bezeichnet hat. So. Also wie so, so eine Umkehr, also zum Beispiel auch dieser Genozidvorwurf, also für einen Genozid muss eine Vernichtungsabsicht bestehen, und wenn jetzt gegen die Hamas gekämpft wird, sozusagen die Hamas versucht zu besiegen, ist es keine Vernichtungsabsicht an Palästinensern da, sozusagen. Also sozusagen, es werden so Begriffe genommen und es werden halt einfach wahnsinnig viele Sachen vertreten. Also beispielsweise wie Israel ist weiß. Ich habe neulich, ich war wohl fokussiert, aber hätte ich nicht so unhöflich machen müssen, gepostet, da hatte auch jemand mit Genocide und Genozid, da habe ich dann irgendwie nur knapp irgendwie da reingeschrieben. Ich glaube, es war auf Twitter. Genozid ist inzwischen auch so eine wirklich schlecht politpornografische Vokabel. Sie sagt gar nichts mehr. Das gab Theater. Also, weil das durfte man nicht sagen, weil Genozid ist so inzwischen auch so eine Heiligkeitsvokabel. Also, man sagt Genozid. Und dann muss man stramm stehen und sagen, ups, also das wollten wir ja nicht oder das finden wir doof. Und du hattest das sarkastisch eben auch schon gesagt mit dem unerfolgreichsten Genozid. Trotzdem, ich bin verblüfft, dass es, ich habe mich auch gefragt, gibt es vielleicht eine Medienlogik, die diese Israel-Solidarität mit verhindert? Eine Medienlogik. Medien wollen immer Schmutz und schlechte Nachrichten verbreiten. Das müssen sie, sonst wären sie keine aktuellen Medien. Das will ich jetzt mal so ein bisschen verknappen. Und für den Rest gibt es Yellow Press. Und kurz gesagt, und dann hat man in Israel zu tun, jetzt auch bei dem strategischen Versuch Israels, die Hamas platt zu machen. Mhm. Das ist das erklärte Ziel. Und dann kriegt man solche Bilder mit der ganzen Hamas-Promo. Und das ist einfach wahnsinnig wirkmächtig. Ob das nicht unvermeidbar einer Solidarität mit Israel, mit dem 7. Oktober, also wenn man so will, auch mit der Trauer vielleicht, im Wege steht. Ja, also
man hat ja jetzt auch so den, man ist ja jetzt an dem Punkt, wo teilweise der 7. Oktober fast gar nicht mehr vorkommt. Der kommt gar nicht mehr vor. Ist völlig. Und das ist. Er kam auch gar nicht vor. Wir haben gar keine Zeit gehabt. Also es ist, glaube ich, wirklich so der 7. Oktober. Also wir würden gerne noch mal so ein bisschen über den 7. Oktober, können wir noch mal kurz über den. Und keiner, also man hat einfach, wir hatten wirklich keine Zeit. Also es gab, der wurde wie weggewischt und jetzt ist er jetzt ja. Ist sowieso weg. Ja. Aber er ist gar nicht weg. Das ist das Schlimme daran. Er ist innerhalb der israelischen Gesellschaft überhaupt nicht weg. Ja. Also eine halbe Million Menschen sind displaced, also keiner kann dort mehr leben, alle müssen woanders leben. Es ist ja immer wieder gesagt, aber es ist wirklich so, ich habe ja viel Familie und viel Freunde in Israel. Jeder, den ich kenne, kennt jemanden, der jemanden verloren hat, der injured ist oder der als Geisel, also meine Freundin Shani, deren Cousine ist Naama, das ist das Mädchen, was wir alle auf dem, die rausgezerrt wurde aus diesem Pickup, die so blutverschmiert war. Das ist die Cousine meiner Freundin. Die ist in, und so geht es sozusagen dem ganzen Land. Das sind ja wenig Menschen, ja. Und das ist total abgefahren, weil wie so eine, man kann das wie so eine Parallelwelt, ne? Man lebt sozusagen in dem Schmerz und der Trauer und ja auch, da muss ja alles aufgebaut werden und Menschen müssen immer noch identifiziert werden und es gibt immer noch ja auch die Geiseln, die festgehalten werden und es gibt noch 3000 Menschen, die im Krankenhaus liegen, ne? Also das passiert sozusagen gleichzeitig zu all dem, was im Jetzt stattfindet an Antisemitismus, an Bejubelung des 7. Oktobers. Und an der eigentlichen Bodenoffensive. Es ist eine echt abgefahrene Scheiße. Und ich meine, währenddessen, was halt auch, glaube ich, ein bisschen manchmal so irreführend ist, die Hamas hat, die ist in den Tunneln und die Zivilbevölkerung ist wird halt zum Abschuss freigegeben von der Hamas, ist oben. Israel hat einen Iron Dome, aber der fängt auch nicht alles ab. Und wenn zum Beispiel, also das ist ja auch und sie haben auch Bunker, ich war in diesem, also vor einem Jahr in diesem einen dieser Kibbuze, wo das Massaker stattfand auch, und da gab's, sie haben uns so Bunkeranlagen gezeigt und sie hatten Bunker und die Hamas-Raketen haben sich über die Jahre verändert, dann mussten neue Bunker gebaut werden, weil die alten Bunker dann nicht mehr standgehalten haben. Und das muss man halt auch dazu sagen, warum, weil dann werden immer die Opferzahlen nebeneinander gestellt, warum Israel jetzt von diesen Bombardierung weniger Opfer zahlen hat. Es schlagen ja trotzdem Raketen ein, Israel. Es ist trotzdem Luftalarm. Die Leute müssen trotzdem rennen. Teilweise hat man trotzdem nur ein paar Sekunden Zeit, je nachdem, wo man wohnt. Und es ist wirklich, also das ist ja auch psychisch, es geht ja auch schon länger. So, also die Leute auch am Gazastreifen wurden ja über Jahre immer wieder beschossen. Und das macht ja auch was mit den Menschen. Und man muss halt einfach auch sagen, dass das halt auch weitergeht und dass es halt wie die Toten, nicht so viele Tote von dieser Bombardierung ist, weil die halt Iron Dome haben und Bunker. Mhm. Es gibt ja dann auch immer fast so eine postikonische Frage, wo warst du, als das und das passierte? Das ist in den USA ein beliebtes Spiel, wo warst du als Kennedy, 9/11 und so weiter. Ich weiß, ich wohne mitten im postsyrischen Mustopf in Neukölln, in der Sonnenallee. Und ich wohne da wirklich. Das ist kein Fake News und auch keine Folklore. Das ist einfach ein raues Leben und gut ist. Am 7. Oktober sind wesentlich Jugendliche, also ich will es jetzt mal ethnisch trennen, viele arabisch zu lesende Menschen jüngerer Art und aber auch viele weiße Deutsche, die da Baklava verteilt haben, aus Freude. Samidun hat das ja organisiert. Das ist übrigens keine islamistische Organisation. Ja. Ja. Aber Samidun waren diese Süßigkeitenverteiler. Und ich meine, es wurde ja auch schon länger vor Samidun gewarnt. Und ja. Das ist ja, also dieses Baklava-Verteilen, dass das jetzt in Berlin-Neukölln stattfindet,
Das ist eine Tradition, die sich im gesamten arabischen Raum wiederfinden lässt. Bei jedem größeren Anschlag auf Israel werden Süßigkeiten verteilt und Raketen werden in die Luft, also Feuerwerk wird in die Luft. Also es gibt sozusagen eine begeisterte Menge, die sich freudig zeigt, wenn Menschen sterben. Und das kann man jetzt irgendwie, da kann man jetzt irgendwie das vielleicht irgendwie zu plakativ finden. Aber ich finde schon, dass einmal festgehalten werden muss, dass es das in der jüdischen Welt nicht gibt. Ja? Also ich fange nicht an, mit meinen Freunden zu Hause zu sitzen und einen Feuerwerkskörper einmal in Mitte zu starten, wenn wieder ein Kind in Gaza gestorben ist. Und auch Israelis feiern nicht den Tod von anderen Menschen. Und das auch gar nicht jetzt irgendwie, da jetzt gar nicht zu sagen, oh, die sind ja total böse oder doof oder was auch immer, ja, sondern ich meine das auch wirklich wertfrei. Ich finde es wichtig, dass man sich das einfach anschaut als kulturelle Handlung, also wirklich so in so einem anthroposophischen Sinne, das ist eine kulturelle Handlung und die kulturelle Handlung ist, es wird gefeiert, wenn jemand stirbt, wenn Juden sterben. Und das gehört leider zum Islamismus mit dazu und das ist inhärent und das gehört dazu. Es gehört nicht zum Islam, aber es gehört zum Islamismus. Ja. Ich will das noch mal ganz kurz, damit hier kein kollektiver, ich will jetzt hier nicht die Sonnenallee dämonisieren. Ich kenne ausweislich meine Recherchen, ich kenne inzwischen genug, dass es auch mich tröstet, von arabisch eingewanderten Leuten, die bei diesem ganzen Mist nicht mitmachen. Ronja, aber wie empfindest du, ich bin ja immer für die größte Meinungsrange, also ich bin dafür meine Meinungsfreiheitsbemühungen auch immer berüchtigt, aber meinetwegen können die da auch einen Schmutz fordern, ist mir egal, mit den Süßigkeiten fand ich das obszön. Was mich mehr besorgt hat, und da war ich fast so schockiert wie über die Tat selber, dass an den Universitäten, nicht nur in den USA, sondern dass es auch in anderen Kontexten in Deutschland, akademischer Prägung, kaum möglich war, Solidarität überhaupt, sowas, wie hat man früher gesagt, so ein 90er, so ein 80er Wort, Betroffenheit überhaupt erstmal herzustellen, sondern dass es da auch wieder um Dämonisierung von Israel ging, fast mit so einem Gefühl, tja, selbst schuld. Ja, also was mich da auch, und das muss ich auch sagen, was mich auch persönlich da wirklich, wirklich fertig macht, anders kann ich es nicht sagen, ist, wir haben es mit einem islamistischen, brutalsten Anschlag zu tun. Es gab Leute, die im Iran auf die Straße gegangen sind, gegen das iranische Regime, Jinjian, Azadi, Frauen leben Freiheit gerufen haben, die gestorben sind. Es gibt zahlreiche Opfer von Islamismus, also meine Familie, ein Teil meiner Familie, also mein Vater sind Jesiden aus Syrien, aber wir haben Verwandte aus dem Irak und die kommen aus dem Shingal und im Shingal hat der IS einen Genozid verübt und im Dorf meiner Verwandten ist ein Massengrab. Und ich finde wirklich unerträglich, das kann ich jetzt einfach nicht anders sagen, dass man im Namen von marginalisierten Menschen, das wird ja oft dann gesagt in den Universitäten oder in diesen Bubbles oder wie man es auch immer nennt, im Namen von Intersektionalität, Postkolonialismus, dass man nicht solidarisch ist mit den Opfern von Islamismus. Weil dieser Islamismus ist nehmen wir die Hamas, nehmen wir das iranische Regime, nehmen wir den IS, nehmen wir die legalistischen Strömungen, es ist totalitär, es ist menschenfeindlich, um dieses komische Wort zu benutzen, aber es ist wirklich eine Gefahr für Minderheiten und vor allem auch die Absurdität, dass man dann irgendwie so, dass man dann so die Regenbogenflagge neben diesen Leuten sieht, die dann Queers neben so Hamas-Fans so. Also ich meine, erinnert man sich nicht, was mit Schwulen und Lesben im Iran passiert? Die werden auf Baukräne gehängt, beim IS wurden sie von Häusern geworfen und auch in Gaza gibt es keine Queer Bar oder sonst was so. Also ich finde das wirklich
ich kann es nicht anders sagen, ich finde es unerträglich so, dass man so wenig solidarisch ist, aber immer im Namen der Solidarität mit den Unterdrückten, mit den Marginalisierten und im Namen des Kolonialismus, im Namen der Intersektionalität, und es ist halt nichts von dem. Also wenn man Kolonialismus aufarbeiten will, müsste man mal die Geschichte nicht nur, also die Minderheiten, also beispielsweise, wenn man ins Osmanische Reich geht, im Osmanischen Reich gab es schwarze Sklaven, im Osmanischen Reich gab es zig Massaker an Minderheiten, an Jesiden. Es war wirklich, Juden und Christen mussten eine Kopfsteuer bezahlen. Es war zutiefst diskriminierend. Und das war alles, bevor die westlichen Kolonisatoren kamen. So. Ja. Also, und das ist sowas, was man, glaube ich, auch mal verstehen muss. So. Also ich... Also ich glaube, dass das Allerwichtigste ist, und leider wird dieser Fehler aktuell enorm gemacht. Das ist eine absolut absurde Exotisierung des globalen Südens, so ein bisschen so Gauguin-mäßig. Ne? Also wir haben da irgendwie diese... Schöne Frauen, Tizzi-Bilder. Diese Frauen, die sitzen da am Strand und die Babys trinken da von diesen freigelegten Brüsten und alles ist total Friede, Freude, Eierkuchen und so. Und dann haben wir diesen bösen Westen, der das alles kaputt gemacht hat. Und das ist ja ein total dichotomes Weltbild, was da als Wahrheit verkauft wird, vor allem von der postkolonialen Seite, tragischerweise, die haben bestimmt ein total gutes Ziel und auch so, und das muss ja auch aufgearbeitet werden und so weiter. Aber wir können uns halt nicht irgendwie Märchen erzählen von Tausend und einer Nacht. Ja, so. Also da unten war nicht Friede, Freude, Eierkuchen, weder vor 48, also weder nach 48 noch vor 48, noch vor 1917, also bevor sozusagen das britische Mandatsgebiet dort entstanden ist durch den Ersten Weltkrieg und den Zusammenbruch des Osmanischen Reiches. Da haben auch nicht Juden haben in den arabischen Ländern nicht glücklich mit den Muslimen gelebt. Ja, also ich verstehe irgendwie das Bedürfnis, diese Erzählung immer wieder zu wiederholen. Aber sie entspricht nicht der Wahrheit. Sie haben als Dhimmi gelebt, sie haben als Menschen zweiter Klasse gelebt, sie durften genauso wie in Europa, sie wurden ghettoisiert, es gab Pogrome, sie durften nicht arbeiten, was sie arbeiten wollten. Und das Interessante ist ja wirklich, und ich traue es mich fast nicht zu sagen, weil es irgendwie, wenn ich sage, kommt, denkt man, das kann doch gar nicht wahr sein, aber die Behauptungen, die sozusagen auf Israel projiziert werden, sind Behauptungen, die im arabischen Raum stattgefunden haben. Ja? Ein Apartheidssystem hat im arabischen Raum stattgefunden. Ein Apartheidssystem findet letztlich in der Westbank statt und auch in Gaza statt, weil in Hebron lebt kein einziger Jude und da darf kein einziger Jude leben. Und auch in Gaza darf kein einziger Jude leben. Aber in Israel leben 20% arabische Israelis. Und der gesamte arabische Raum ist ethnically geklänzt worden. Es gibt ein Gesetz im Irak, dass es eine Todesstrafe gibt für alle Leute, auch ausländische Menschen, also selbst wenn man nicht Iraker ist, wenn man in Irak reist und Kontakt mit einem Israeli hatte. Das ist die Realität heute. Und es gab eine riesige jüdische Gemeinde im Irak. Riesig. Das waren hunderttausende Juden im Irak, hunderttausende Juden in Marokko. Mein halber Freundeskreis sind Juden wirklich aus arabischen Ländern. Und die sitzen da und denken die ganze Zeit, sie sind jetzt die White Colonizer und hier findet eine Apartheid statt. Aber war das nicht eigentlich genau das, was mir meine Großeltern alles erzählt haben von ihrem Leben? Und das ist wirklich interessant und es ist fast schon tragisch, dass wir jetzt hier erst sitzen und darüber sprechen und fast eigentlich Zeit verloren haben, längst diese Behauptungen zu widerlegen. Aber da sind die uns
leider zuvor gekommen, weil und haben uns ehrlich gesagt so ein bisschen mit unserer eigenen Stärke geschlagen. Im Judentum gibt es eine Streitkultur, die, wo klar ist, man darf eine komplett andere Meinung haben. Ja? Also man darf völlig anderer Position sein. Mach Locket ist entstanden durch das Haus von Shammai und Hillel. Ich mache es ganz kurz, weil es ist wirklich interessant. Also es gab die zwei Häuser, Shammai und Hillel. Und Hillel war eher so der Lefty Progressive, Softy. Und Shammai war so ein bisschen, was man heute so right-wing, ne? So ein bisschen conservative und streng und so. Und Gott hat aber nie gesagt, hier, Hillel hat recht und Shammai ist scheiße und so. Sondern es ging immer darum, beide haben recht. Und es ging immer darum, dass beide diskutieren miteinander und in einen Dialog treten. Und nur durch die, fast schon im hegelischen Sinne, ne? Durch so eine Synthese von Antithese, Antithese, entsteht eine Synthese und dabei entsteht sozusagen Wahrheit. Ja? Durch die Bewegung zwischen zwei Polen, die sich widersprechen. Wir haben nur nicht verstanden, dass keiner mit uns einen Dialog führen will, sondern dass es um Absolutismus geht. Und das ist sozusagen uns nicht so richtig geschrieben. Das, es soll nicht so sein. Nee, das haben wir einfach total verpasst. So. Und jetzt müssen wir umso mehr das alles aufklären. Aber es ist fast schon, ich meine, es fühlt sich an, als wäre alles zu spät. Aber es ist, ja, aber ich glaube, wir müssen auch diese Geschichten, also vielleicht muss man diese Geschichten jetzt auch, die man so, ich meine, du kennst das, die Leute, die es interessiert haben, kennen das auch, aber dass man wieso sich nicht dafür interessiert hat, was ist denn zum Beispiel, also auch, Es gab sehr viele, im Irak gab es Musikgruppen, die jüdisch waren, weil das dann so einen komischen, der Statthalter war so ein bisschen religiös fanatisch und dann durften die Muslime keine Musik machen, dann haben viele Judenmusik gemacht. Und es gab sehr viele berühmte Lieder und auch so Gruppen und so weiter. Diese Geschichten kennt man leider hier nicht. Und diese Lieder sind bis heute bekannt, aber man hat die Autoren ausradiert. Ja, also man weiß nicht, dass sie jüdisch waren. Ja. Man hat so dann ab einem gewissen Zeitpunkt gestrichen, wer hat diese Lieder geschrieben. Und das wissen auch die Leute in diesen Ländern. Teilweise wissen, manchmal wissen es Leute. Manchmal, aber oft, es wird ja nicht darüber gesprochen. Ich meine, wenn man einen Staat hat, wie also im Irak, was ja so unter iranischer Satellitenstaat ist, wird diese Geschichte natürlich auch nicht erzählt oder man wird beschäftigt sich nicht mit dieser Geschichte. Und ich glaube, was auch wichtig ist, dass Leute, und da kann ich jetzt auch nochmal, Leute kommen aus, wenn wir jetzt über Sonnenallee reden, aus verschiedenen Ländern, also es kommen nach Deutschland kommen Opfer von diesem islamistischen Faschismus und dann Saddam beispielsweise, der oder was weiß ich, verschiedenste. Aber es kommen auch natürlich die Täter kommen hierher. Und gleichzeitig gibt es ja auch eine Indoktrination oder es wird eine Geschichte ausradiert, also die jüdische Geschichte im Irak wird ausradiert. Und hier könnte jetzt eigentlich, also könnte eine Aufarbeitung dieser Geschichte stattfinden und die, finde ich, müsste auch endlich mal stattfinden. Also wir müssen unbedingt darüber sprechen, auch wenn wir jetzt auf Syrien schauen, also das wie so im Unterricht, also mein Vater ist in Syrien zur Schule gegangen, haben sie so richtig so diesen Verschwörungsmist über Israel und Juden und sonst was gelernt, zwar im Lehrplan drin beispielsweise. Und das muss einfach mal, darüber muss man sprechen. So. Das kommen ja Leute auch hierher mit diesen Geschichten. So. Abenteuerlich genug, dass die EU, glaube ich, daran ist Deutschland mit viel Geld auch beteiligt, nach wie vor pädagogisches Lehr- und Schulmaterial finanziert mit schlichtester Gräuelpropaganda gegen Israel, also erhältlich in Jordanien, Ägypten etc. Anderes Problem. Ich würde mit euch noch mal gerne über ein Thema reden. Es geht hier um eine Heilige der Diskurswelt. Du hattest vorhin ihren Namen schon mal genannt, Judith Butler. Judith. Judy. Judy. Hamas and Hezbollah are progressive and social movements and therefore the global left. Yeah. sie mag auch die Burka und findet die Taliban und so. Ich bitte um Erklärung. Sie hat am 19. Oktober, das heißt, sie hatte eigentlich, wenn man einen möglicherweise unterstellten Überraschungs-Surprise-Surprise-Tag 7. Oktober nochmal abzieht,
dann hatte sie genau 11 Tage, einen ziemlich umfänglichen Text zu formulieren für die London Review of Books. Ja. Da ist schon die Überschrift, also nachgerade Freezing. Also ja. Das lässt The Compass of Mourning. The Compass of Mourning. Judith Butler writes about violence and the condemnation of violence. Und Thomas E. Schmidt in der Zeit hat unmittelbar danach schon was drüber geschrieben, aber ich finde, dass es hat mal ein deutscher Geisteswissenschaftler Helmut Lehten vor über 30 Jahren so einen kleinen Band, der wurde sehr populär, Verhaltenslehren der Kälte geschrieben. Da ging es eigentlich um die geistige Landschaft im Deutschland der 10er bis frühen 30er Jahre, also quasi vor Nazi. Und da ging es nur um Rechte. Und das ist für mich hier so ein Dokument, was Judith Butler geschrieben hat. Das ist wirklich eine Anleitung zur Verhaltenslehre der Kälte seitens der Linken. Also wo sie sagt, ja, also wer sich jetzt moralisch über die Massaker aufregt und nur dabei stehen bliebe, handle eigentlich oder denke anti-intellektuell. Das große Ganze nicht. Genau, das Ganze, das kannst du so sagen, großes Ganzes, sondern man müsste den Kontext sehen und am Ende kommt dabei auch wieder raus, Hamas ist irgendwie vielleicht nicht okay, aber man muss es doch verstehen und Israel sei eigentlich the evilness. Also. Und das ist eine Frau mit Einfluss. Ja, ja, und sie ist ja auch Jüdin, aber wir haben ja auch Karl Marx in die Welt gesetzt, ja. Also der größte Feind des Juden ist der Kapo und das passiert eben manchmal. Und ich glaube wirklich, dass es irgendwann auch so einen Punkt gibt, an dem wir vielleicht, also ich habe auch echt in den 90ern Colgate, Coca-Cola und so, habe ich wirklich auch Judith Butler gelesen, dass, wie hieß das jetzt, das Geschlecht, das... Trouble, Gender Trouble. Ja, ja, genau. Gender Trouble. The Trouble with Gender. Aber vielleicht kann man ja auch irgendwann mal sagen, also ich würde auch gerne, dass man das irgendwann über mich mal sagt. Also jetzt hat sie eigentlich wirklich auch genug gesagt. Das nee, ist also, sehr, doch, Männer, dass man ich auch verstehe irgendwann dich emotional, technisch könnte man so formulieren. Aber wir müssen, sie könnte einem ja irgendwie gleichgültig bleiben. Das ist eine Philosophieprofessorin in Berkeley, aber ihr trauen ja so viele und viele reden ja in diesen Kategorien. Das schockiert mich so und ich finde, um nochmal auf den Punkt zu kommen, ich finde diese ganzen Sonnenallee-Riots oder wie auch immer man das bezeichnen will, das finde ich irgendwie alles nicht schön, viel schmutzig, blöd, zukunftslos. Losertum etc. etc. Aber ich finde diese Stiff Upper Lips Haltung wesentlicher Teile, zum Beispiel auch der Postcolonial Studies, der Geisteswissenschaften im Queer-Bereich, das finde ich, kurz gesagt, du würdest vermutlich formulieren, obszön. Nee, das ist gar kein Wort, was ich benutzen würde. Ich habe es benutzt. Ja. Ich wollte es dir im Mund legen. Okay. Ich glaube, ich würde gerne einen Satz dazu sagen, nämlich, dass wir ja auch vor dem Nationalsozialismus eine Intellektualisierung des Antisemitismus hatten. Ja? Also wenn man sich die deutschen Philosophen ab 1890 und so anguckt, vielleicht sogar schon ein bisschen früher, können wir im akademischen Bereich ganz stark antisemitische Theorien der Jude hat, das war irgendwie, der Jude hat Frege oder so, der Jude hat keine Seele, sondern nur Geist oder so. Also da, das sozusagen, wie es in einer intellektuellen Klasse, dass die intellektuelle Klasse eine Art intellektuellen Antisemitismus vorlegt, der dann schafft, eine Art Breitenwirkung auf so einen Vulgärantisemitismus zu kreieren. Das ist sozusagen schon vor 100 Jahren hat das stattgefunden. Es ist eigentlich fast schon wie so eine Wiederholung. Das Gute ist, was ich in den letzten 4 Wochen immer wieder gesagt habe und in all meinen Israeli Hot Jew Facebook WhatsApp-Gruppen, in denen ich bin,
it's 1944 and there will be 1945. It's 1944 and there will be 1945. Also ich habe, glaube ich, bin aber auch ein optimistischer Charakter. Lass sie uns alle rausschmeißen. Ja. I don't know. Also so ein bisschen, also ich hoffe auch, dass, oder ich versuche auch optimistisch zu bleiben. So ein bisschen ist es aber auch so dieser, was auch passiert, was jetzt auch nicht zum ersten Mal passiert. Ich meine, dieser Antisemitismus, aber auch gleich dieser Schulterschluss auf eine Art, oder wie nennt man, Querfront mit Islamisten, also dieses Islamo-Gauchisme, was man so sagt, indem man also eine radikale Linke, die sich, die sagen wir mal, den Islamismus für irgendwie kompatibel hält. Entebbe, also da muss man nur Entebbe sagen. Das können die Deutschen ja wahnsinnig gut mit den Islamisten irgendwie. Voll. Und es gab jetzt auch wieder jetzt so Statements von irgendwelchen Gruppen, wo dann irgendwie die Hamas auch wirklich, da hat man wirklich wie so mit der Linken, und also es gibt diesen Schulterschluss gesucht und so weiter, so ideologisch. Und dass man halt wie so eine, naja, man hat sich, also einerseits ist es Ignoranz, dann ist es eine Verharmlosung, dann ist es zur Befreiungsorganisation erklären. Ich glaube, da gibt es so vieles, was zusammenkommt und was aber wirklich, was man, glaube ich, wirklich verstehen muss, dass man so Islamismus, also dass man da wirklich so eine Linie zieht. Also man grenzt sich ja auch ab gegen, man sagt immer wie so, Brandmauer gegen rechts, kein Fußbreit und so weiter. Aber das muss man bei Islamisten halt auch tun, so. Also weil die bedrohen jede freie Gesellschaft. Irgendjemand hatte geschrieben, wenn die Hamas eine politische Partei in Deutschland wäre, wäre im Vergleich mit dieser die AfD eine liberale Waschlappenpartei. Also so gemessen an der Programmatik und an der Praxis der Das Hamas. Interessante ist, dass sie ja fast schon als eine Art Arbeiterpartei gesehen wird. Also da wird so eine Fantasie auf zum Beispiel die Hamas oder andere islamistische Bewegungen ja projiziert, die sich ja sozusagen so im marxistischen Spektrum wiederfindet. Das ist ja eigentlich nichts anderes als das, was Marx sich immer vorgestellt hat. Und das ist, ich weiß nicht, also ich halte das auch für gefährlich. Gleichzeitig muss ich auch ein bisschen lachen, aus Not vielleicht auch. Und wir müssen das beobachten. Aber ich finde, glaube ich auch, dass jetzt die Frage ist, was muss jetzt eigentlich politisch passieren, oder? Ja, genau, das ist jetzt genau der Punkt. Ronja, wolltest du noch was sagen? Nee, ich würde genau dazu was sagen. Wir wollten, liebes Publikum, wir wollten innerisraelische Debatten, die zunächst erstmal dort zu führen sind, also heute Abend eigentlich nicht so erörtern, aber natürlich fragen wir, was muss da jetzt eigentlich politisch passieren? Also dass wir sind, wir lösen den Nahostkonflikt. Ronja und Myrna lösen den Nahostkonflikt in der Taz-Kantine. Warum nicht? Ja, warum nicht? Ja, aber kann ich davor noch, wir haben alle Angst davor, den zu, wir wissen nichts. Nein, du weißt schon, was man, ich weiß nur, was man hier lösen muss. Und das würde ich gerne sagen. Also ich finde, es ist ja nicht nur die Linke, aber das ist ja breit, also es ist ja wie so, beispielsweise, ich habe jetzt Islamic Relief genannt, aber ein anderes Beispiel ist ja, wo auch, ich meine, eines der größten Moschee-Verbund ist ja die DITIB, und die DITIB ist keine, die untersteht der türkischen Religionsbehörde Diyanet. Das ist die offizielle türkische Religionsbehörde in der Türkei, die wiederum untersteht, da ist der Boss Ali Erbasch, und da, die wiederum untersteht Erdogan. Und da werden die Imame geschickt, das wird finanziert. Und ich verstehe nicht, warum man, also man führt jetzt ja auch so Abschiebedebatten. Ich finde, man sollte diese DITIB-Leute abschieben. Es wird Ali Erbasch hetzt. Nein, wirklich. Auf dem Spiegelcover. Ja, bitte. DITIB abschieben. Jetzt muss ganz dringend DITIB abgeschoben werden. Nein, das sage ich wirklich. Haben und wir ich gehört. Kann sagen, warum. Nein, ich sage, es gab in der Vergangenheit nachweislich spitze, also nicht, also jetzt gerade auch mal wieder antisemitische Hetze von dem Ali Erbasch und so weiter, und Erdogan auch schön dabei und so. Und das ist, wie gesagt, der Boss. Und darunter sind diese DITIB-Imame hier. So. Und das wurde, also es gab zig Fälle von Spitzeltätigkeiten wurden nachgewiesen. Da wurde irgendwie für den Sieg über die Kurden in Nordostsyrien gebetet. Das gab Genozid an Armenien wurde geleugnet. Ich frage mich wirklich, warum lässt man eine Organisation, die eine ausländische Organisation ist, die auch spitzelt, warum lässt man die hier einfach so agieren? Also das ist so ein Fall. Der nächste Fall, denke ich,
wirklich auch Islamisches Zentrum Hamburg auch schließen. Das gilt wieso als Zentrale des iranischen Regimes in Europa. Warum? Sorry, ich bin nur wütend heute. Aber es sind solche Sachen wirklich, und es wären ja konkrete Sachen, und die man ja machen könnte. Und auch in diesen ganzen, also es gibt ja wirklich, da sickert ja auch über Jahrzehnte Hass und Hetze durch. Bei diesen ganzen Vereinen. Wird auch stabilisiert. Genau, und da stattdessen trinkt man Tee mit denen, man schüttelt dann so Hände und die hetzen dann wieder. Also ein Fall, über den wir noch sprechen müssen, ist ja, und die sind ja auch verbandelt übrigens dann wieder mit Leuten, die dann in der deutschen Social Media Öffentlichkeit ein Beispiel. Meinst du diesen Europamonitor? Nee, ja, nee, Tariq B. Tariq B, ja. Genau, also. So. Ronja macht gleich weiter, aber ich glaube, es ist wirklich total wichtig. Der ist ja quasi zum Nahost-Experten in den letzten 4 Wochen aufgestiegen und wird ja von Leuten geteilt, die im Öffentlich-Rechtlichen als Moderatorin arbeiten oder Sendungen haben oder Influencer sind oder eine Agentur leiten. Also wir haben es da ja wirklich sozusagen mit so einer absolut krassen Durchdringung von islamistischen, radikal-islamistischen Theorien zu tun, die sich so als Nahostkritik irgendwie so in den Stories. Und ich bin wirklich schockiert, wie zum Beispiel so jemand, über den du jetzt gleich noch ein bisschen was sagen kannst, ein enorm großes, wirklich ein ganz breites Publikum und eben nicht nur ein Publikum, von dem man erwarten würde, dass es irgendwie Tariq B. In den Storys teilt und so weiter, sondern echt so Annikas, Maximilians und Finn auch noch. Torben, einfach. Daniel und Annika. We love Tariq, auf jeden Fall. Genau, also Tariq B. oder Ba'e ist ein islamistischer Influencer, könnte man sagen. Er hat für die SETA-Stiftung gearbeitet. Das ist die Stiftung, also von der Erdogan-Partei, AKP, die Stiftung, auch hat in Deutschland. Und dafür hat Tariq B. gearbeitet. Also so. Keine Trennung, wie er auch immer sagt, hat nichts mehr mit zu tun mit AKP oder was weiß ich. Nein, er hat für diese Stiftung gearbeitet. Und die haben jedes Jahr den, also es gibt auch in Europa den europäischen und den deutschen Islamophobie-Report praktisch. Und da wird über antimuslimischen Rassismus geschrieben. Aber interessanterweise werden dann Leute als antimuslimische Rassisten gebrandmarkt, die Erdogan kritisieren beispielsweise. Das ist dann antimuslimischer Rassismus. So, also so werden dann auch wieder Kritiker mundtot gemacht, manche zitieren dann so ganz fröhlich aus diesem Report und man fragt sich, Leute, das ist vom Erdogan-Regime so. Und dieser Tariq B.E. ist in einer Moscheegemeinde in Berlin, wo auch die Ehrengräber liegen, von den Hauptverantwortlichen für den Genozid an den Armeniern beispielsweise. Und die werden da zum Beispiel auf der Webseite so als ganz normale Gräber ausgewiesen. Also er ist auch sehr vernetzt in diesem Milieu, in dieser DITIB-Gemeinde und so weiter. Und ich frage mich halt, warum teilt man den so? Warum? Also ich meine, das haben ja auch viele schon zigmal gesagt. So. Aber ich finde, das ist gerade auch ein Problem in diesen Tagen, dass man diese Trennung nicht hinkriegt. Also bei Russia Today haben wir jetzt alle gecheckt. Das ist ein Putin-Sender, okay, nicht Russia Today. Bei Al Jazeera oder AJ Plus, das wird halt geteilt, was das Zeug hält. Aber es ist Katar. Es ist Katar. Ja. Sorry. Du kannst AJ Plus nicht einfach teilen. Kannst auch nicht AJ Plus als Wahrheit oder so abnehmen. Das ist ein katarischer Nachrichtensender, der wird bezahlt dafür, um Islamismus, aber auch Hetze gegen Israel und Juden zu verbreiten. Und wir sind sozusagen jetzt alle irgendwie so ein bisschen, glaube ich, müssen begreifen, dass es enorm wichtig ist, da auch quasi erstmal uns selbst zu schulen, zu verstehen, was passiert hier eigentlich gerade, was stimmt nicht. Und das ist kompliziert, das muss jeder selber machen. Ronja und ich, wir können ja immer wieder mal sitzen und das nochmal ein bisschen was erklären dazu und so. Wir machen das aber auf Instagram, aber im Gegensatz zu den anderen sind wir echt kleine Lichter.
Und das ist echt ein großes Problem, ja. Und die Lautstärke, durch die hindurchzudringen, durch diese Lautstärke, ist nicht einfach im Moment. Wir haben viel Meinung, aber keine Macht. Und sind wir nee, aber das Problem ist halt auch, ich würde es auch nochmal sagen, dass man halt auch wirklich, also die, zum Beispiel, was auch ein anderer Sender ist, TRT, dieser türkische Staatssender, man sollte wirklich in dem Fall auch solidarisch sein mit Leuten, die von diesen Islamisten bedroht sind. Und es geht hier nicht um eine, also es gibt auch jetzt in diesen Tagen dieser Anschlag, dieses Massaker, es gibt auch Menschen, wo dann auf diesen Hamas-Demos werden dann das schwarze Banner geschwenkt und das ist die Flagge, die Al-Qaida, Taliban und der IS auch verwendete übrigens. Das ist, also mir hat ein Psychologe erzählt, das ist retraumatisierend für sehr viele Leute, die vor diesem Terror hierher geflohen sind. So. Also die Frage ist auch, mit wem sind wir solidarisch? Sind wir mit diesen ganzen Hamas-Faschos solidarisch oder sind wir solidarisch mit den Opfern dieses Hamas-Fascho-Terrors? Aber das, lass mich dann nochmal einmal kurz, ja. Ich kann mich an eine Diskussion in meinem Umfeld erinnern. Das war nach 2015. Da bekam dann eine LGBT-Initiative, ich will den Namen jetzt nicht nennen, prominenteren Kalibers, eine gigantische Förderung. Sie sollten damit queere Flüchtlinge aus den, nicht nur aus den arabischen, aber wesentlich aus den arabischen Ländern betreuen, gibt es ja, ist ja ein zwiespältiges Feld, Schwule, Lesben. Und das haben sie dann gemacht. Und dann hatten sie sich ein Projekt ausgedacht, sie sollen doch mal alle gegen Traumata auch künstlerisch aufarbeiten, wovor sie Angst haben. Und das haben die dann auch gemacht. Also das waren, glaube ich, 13, 14 Leute daran beteiligt. Und da haben nur einige Exponate den Weg überhaupt an so eine kleinere Öffentlichkeit gefunden, weil einer schrieb, ein zweiter auch, am meisten Angst habe ich vor Islam. Und das fanden die Projektleiter nicht witzig. Dann haben sie gesagt, das geht hier nicht. Also wenn wir das machen, und jetzt komme ich nämlich auch zu meiner nächsten Frage eigentlich und segeln wir auch beinahe dem Ende entgegen. Da wurde nämlich gesagt, das darfst du nicht schreiben mit dem Islam, weil das nützt nur den Rechten und dem Rassismus. Hilfe das auf. Und da bleibt mir auch die Luft weg. Dann habe ich gedacht, naja, also entweder kümmert man sich um Geflüchtete, aber dann macht man das doch bitte auch quasi narrativ offen. Oder man zensiert hier schon so paternalistisch. Ich glaube also, dass das auch noch klar ist, also diese Mittel, die jetzt genannt werden, gegen, also das finde ich, also von Rechten oder auch von, nicht nur von Rechten, dass man jetzt gegen dieses Problem abschieben soll, ist halt auch ein bisschen lächerlich. Wir haben sehr viele Konvertiten in Deutschland, wie Pierre Vogel ist ja der berühmteste. Also wir haben lange Konvertiten, das ist wirklich so, dass zu denken, dass man das Problem löst, indem man jetzt irgendwie, das ist total, total bescheuert, ja, also es ist auch ein bisschen, es macht mir ja auch jetzt Sorgen, weil ich denke, wenn die denken, dass das Mittel ist, ja, Halleluja, so was passiert dann? So, wenn sie denken, sie können dann jetzt 5 Leute abschieben und dann ist es, also so, sorry, es ist wirklich. Ja, so, also dann hat man sich null mit Islamismus beschäftigt, weil dann müsste man erstmal auch an die Strukturen gehen. Und genau, was ich finde, man entzieht den Leuten die Solidarität und es sind viele Leute, die wirklich vor diesem islamistischen Terror geflohen sind, die unter diesem islamistischen Terror in den Herkunftsländern gelitten haben, die hier teilweise auch darunter leiden, weil es ja auch trotzdem, also es gibt ja schon Fälle, wo wo Jüdinnen und Juden Angst haben irgendwie in gewissen Gegenden oder Leute aus Israel Angst haben mit dem Tabak, wo noch die israelischen Schriftzeichen drauf sind, nicht, dass man das so, die hebräischen Schriftzeichen, wo man Angst hat vor diesen Islamisten hierzulande. Also es ist ja auch, sieht man ja auch, es gab Angriffe, es wurden Davidsterne irgendwo hingemalt. So, In Neukölln hört man aktuell, aber das kann jetzt auch eine viel zu flüchtige Beobachtung sein, hört man im Moment, was vor 6 Wochen noch ganz üblich war, wenn man mal
so Sonnenallee so ein bisschen rumcruiste und die anderen Straßen, man hört kein Hebräisch mehr. Ja, aber das ist auch in, also ich bin, also ich, es gibt zwei Facebook-Gruppen, auch As Jewish As It Gets, Israelis in Berlin and Normal Israelis in Berlin. Hillel und Shammai, also es gibt, ich will nur ein, weil ein bisschen, ich erkläre es gleich, aber es gibt einen Joke dazu. Es gibt einen jüdischen Witz, wie ein Jude Schiffbruch erleidet. Er landet auf einer Insel. Viele Jahrzehnte später findet man ihn auf dieser Insel und die kommen da, holen ihn ab und sagen, was hast du zwei Synagogen gebaut? Und dann sagt er, in eine gehe ich immer freitags, in die andere würde ich niemals meinen Fuß reintreten. Also es gibt zwei israelische Facebook-Gruppen, die einen und die anderen. Und da wird schon wirklich seit dem 7. Oktober gesagt, kein Hebräisch mehr sprechen und so weiter. Die leben ja, viele leben davon in Neukölln. Also das ist einfach auch, hat sich dort verfestigt sozusagen, dass das jetzt auch keine gute, es ist auch keine gute Idee. Also es ist auch keine Paranoia, es ist einfach keine gute Idee, es zu machen. So, ja. Wolltest du noch was anfügen? Ja, zu diesem Fall, dass man wie so den Rechten, also ich finde, nein, also man, also ich glaube eigentlich, wird sogar, also man hilft den Rechten, wenn man schweigt, weil ja. Man gibt ihnen ja, also dann sind die Einzigen, die was dagegen sagen oder gegen Islamismus, aber die sagen halt, die benutzen ja auch die Opfer des Islamismusrechte. Also das hatte man ja auch schon bei dem Genozid an den Jesiden gemerkt, also dass sie Rechte instrumentalisieren gerne die Opfer von Islamismus, aber sie bekämpfen ihn ja nicht so. Eigentlich müsste doch müssten gefördert werden einfach eher progressiv muslimische Moscheen und Vereine und Bewegungen. Die müssten sozusagen ja eigentlich unterstützt und gefördert werden. Und ich glaube, das wäre eine viel sinnvollere Idee, dem entgegenzuwirken. Genau, ja. Liebes Publikum, wir sind jetzt so knapp vor der... Vor dem Plenum. Jetzt kommt das Plenum. Jetzt kommen die Fragen. Pläne gibt es ja nicht mehr. Haben Sie Fragen? Wir haben hier, glaube ich, ein Mikro, nicht auf Zuruf, aber ein Mikro gibt es hier. Richtig, Peter? Ja. Ja. Wer hat das Mikro? Ah, da ist schon die mutigste von allen. Der ist immer die Dann Erste fang an. Oder der Erste. Wer? Da ist sie doch schon. Ja. Sie ist doch schon am Start. Müsste sich zeigen. Ja, genau, jetzt. Ist das Leon da hinten? Nein. Doch, aber der ist zu spät. Ich sehe nicht. Ja, der kommt immer ein bisschen zu spät. Der ist richtig zu spät gekommen. Ja. Soll ich aufstehen? Ja. Okay, ja. Wir kennen uns. Das ist Anastasia. Ja, genau. Hi. Also ich habe insgesamt zwei Fragen, jeweils an eine von euch. Mirna, denkst du, also wir haben ja jetzt gerade über die Propaganda gesprochen, die fast zügellos sich durch die sozialen Netzwerke verbreitet, ohne dass wirklich was dagegen unternommen wird. Das erinnert mich selbst auch an die russische Propaganda, die sich nicht nur über Russia Today, sondern auch über linke Netzwerke wie RedStream und dann RedStreamNet verbreitet. Und das wird dann weiterhin fröhlich geteilt. Genau, und glaubst du aber, dass es eine Umkehrung dieser moralischen Bankrotterklärung der Linken überhaupt geben kann? Also wir sprechen jetzt gerade eigentlich von einem Zivilisationsbruch, der da passiert ist, der aber kollektiv gefeiert wird von der globalen Linken. Und glaubst du, dass wir darauf hoffen können, dass es jemals eine Umkehrung davon geben kann? Und meine zweite Frage würde sich an Ronja richten. Und zwar, du beschäftigst dich ja viel mit Islamismus, islamistischer Gewalt. Und wir sehen ja schon die Früchte dieser in unserem Nachbarland Frankreich, auch wie dort mit Jüdinnen und Juden umgegangen wird. Obwohl sie dort eine Minderheit darstellen, erleiden sie die allermeisten Gewaltverbrechen, die es überhaupt gibt gegen sie und das von Islamisten. Und deshalb meine Frage, müssen wir auch hierzulande eigentlich jetzt dadurch, also wir sehen ja gerade schon antisemitische Übergriffe, Markierung von jüdischen Wohnhäusern und so weiter und so fort, müssen wir mit einem Anstieg islamistischer Gewalt in Europa rechnen und was kann dagegen unternommen werden, von staatlicher Seite, aber auch von der Gesellschaft. Ja. Danke. Dankeschön. Also, ja. Ich habe, glaube ich, fast schon so ein Delulu-Optimism.
And it means? Das ist Gen Z-Sprech, weil ich bin nicht nur Colgate. Ah, okay. Ich bin up to date. Natürlich. Und die Lulu ist delusional. Es gibt zum Beispiel, die Lulu is not the Sululu und so. Und ich glaube, also genau, und es gibt so ein delusional optimism in mir und fast schon so ein, aber ich bin auch wirklich, ich habe einfach so ein, ich bin in so tollen Hotshoe-WhatsApp-Gruppen und wir sind alle über die ganze Welt verteilt gerade und alle sind so in ihren Häusern und wissen nicht so richtig, wohin mit sich und was passiert hier eigentlich gerade und verlieren Freunde und trauen sich nicht in ihre Seminare in London und wissen nicht, wer noch ihre Bilder kauft in L.A. und keiner will mehr mit ihnen arbeiten in New York und so. Also, und das gibt so ein weit verzweigtes Netzwerk, was sehr stärkt. Und ich glaube wirklich zutiefst daran, dass hier etwas Elementares stattfindet, worüber wir viele Jahrzehnte sprechen werden noch und auch das, was wir analysieren werden müssen und wo wir Zeitzeugen sind von dem, was gerade passiert. Und ich habe wirklich tiefes Vertrauen, Delulu-mäßig, darin, dass sich zeigen wird, dass es richtig ist, auf der Seite sozusagen wirklich für Menschlichkeit zu stehen und für auch für Moderne zu stehen, für Emanzipation und Freiheit zu stehen und dass sich sowas wie Death Cult ausschließt in Bezug auf solche aufklärerischen, westlichen und modernen Ideen und Theorien, in denen wir leben und die wir uns ja auch wünschen und wie wir auch leben wollen. Also ich bin so schlecht in Prognostizieren und so weiter. Ich lag bei allem, was ich dachte, was kommt, immer falsch. wirklich, deswegen sage ich nichts mehr. was mich wirklich auch wir haben ja verschiedene Formen von Islamismus. Wir haben den dschihadistischen, also da, wo man auch Gewalt als Mittel nimmt. Wir haben aber auch einen legalistischen, wo man versucht, das ist wie die AfD, also durch die Partei, also so, man kann es ein bisschen, nicht so ganz, aber so wie so NSU-Terrorzelle und Partei sozusagen, AfD-Partei sozusagen, andere Wege. Es gibt verschiedene Formen von Islamismus. Und die sind auch teilweise, bekämpfen die sich auch gegenseitig manchmal. Deswegen ist aber trotzdem, also Hamas und IS zum Beispiel konkurrieren ja auch. Und was ja passiert weltweit ist ja, dass dieser Terror, es ist ja nicht nur der Terror an die Leute, sondern es ist ja auch eine Art, wie sie kommunizieren nach außen. Also so um zu zeigen, so wir sind mächtig, wir vernichten, wir so. Und dann führt es manchmal so, was es auch damals gab als IS und Al-Qaida, dass man dann so nachzieht, dass eine andere Terrororganisation nachziehen muss, um konkurrenzfähig. Also ist brutal, aber es sind Sachen, die dann passieren. Und davor fürchte ich mich. Ich fürchte mich auch davor, dass gerade massiv durch diese Bilder aus Gaza wie so radikalisiert wird. Weil das hatten wir damals erlebt bei den Bildern aus Syrien auch. Mit den Bildern wirklich emotionalisiert. Ich beobachte islamistische Propaganda in den sozialen Netzwerken, die man halt so sehen kann, offiziell. Das sind so Sachen, die praktisch nicht gelöscht werden. Es gibt dann manchmal Accounts, die dann ein paar Schritte zu weit gehen und die werden dann gelöscht. Also dann, wenn man Leuten halt beispielsweise den Tod androht oder so, dann werden die gelöscht. Aber es gibt ja viele große islamistische Netzwerke. Und was wird gerade da gerufen? Es wird die Einigkeit der islamischen, also der Gemeinschaft aller Muslime so aufgerufen, der Umma, vereint gegen den zionistischen Feind. Deutschland wird als Feind ausgemacht, weil Deutschland an der Seite von, die Regierung an der Seite von Israel steht, wird als Feind ausgemacht. Es wird ein Opfernarrativ geschaffen. Auch diese ganzen, also man muss auch sagen, die Rechten stärken auch die Islamisten beispielsweise. Wir müssen auch gegen Rechte, auch wenn wir die Islamisten besiegen wollen, müssen wir auch gegen Rechte stehen. Weil jeder, wenn dann wieder so ein Schweinekopf von der Moschee,
wird in diese islamistische Propaganda eingespeist, in dieses Opfernarrativ und so weiter. Und da wird jetzt ein Weltneu, wir brauchen ein, was habe ich gelesen in den letzten Tagen, nicht gelöscht, wir brauchen ein neues Kalifat wieder, also nachdem das letzte Kalifat praktisch das IS-Kalifat war, sozusagen. Das haben wir aber in Deutschland, in deutscher Sprache. Und die haben zehntausende Follower, wir haben das Ganze auf Englisch mit 600.000 Followern, so. Und das sind auch die Leute, die dort, diese Social Media sind auch die, die hier in Hamburg auf die Straße gehen mit diesen schwarzen Bannern und sind die, die vor dem Bundestag beten und das sind die, die im Tempelhofer Feld öffentliche Gebete machen. Und das sehe ich jetzt, also das kann ich jetzt beobachten. Und das macht mir große Sorgen und ich frage mich, haben wir nichts, also eigentlich hätte man doch irgendwie aus dieser IS und Al-Qaida, also es gibt ja schon eine längere Zeit und das ist ja teilweise, das ist ja homegrown Dschihadismus praktisch. So, also eigentlich hätte man, in der wievielten Generation von Dschihadisten sind wir eigentlich jetzt, hätte man ja. Und deswegen, ich weiß nicht, wie die Sicherheitsnetze, wie gut die funktionieren. Ich hoffe, sie funktionieren besser als beim Breitscheidplatz und Bataclan und so weiter. Ich hoffe, sie sind mittlerweile besser geworden und die verschiedenen, also es ist ja auch ein Problem, dass die Polizei in Frankreich nicht mit der Polizei in Belgien spricht und sonst was so. Das, ich hoffe, dass es bis mittlerweile behoben wurde. Und ich hoffe auch, das Nächste, was auch wichtig ist, dass es gemonitort wird und dass man das auf dem Schirm hat. Ja, und ich hoffe, weil wir das Thema noch gar nicht angesprochen hatten, dass die deutsche Spitzenkulturbürokratie nicht mehr so ein Projekt wie die Documenta im vorigen Jahr durchaus mit Hilfe von antizionistischer Hilfe, auch von jüdischer Seite, aber auch sehr vielen Tiermondisten nicht mehr ein neuerliches Mal durchwinkt. Wer hat noch eine Frage? Dokumente, wo meinst du? Die Dokumente. Dokumenta. Dokumenta. Habe ich Dokumente schon wieder gesagt? Jemand Tolles. Steht Leon schon wieder auf einfach? Du warst ja 10 Minuten hier und jetzt gehst du, oder? Ich war die ganze Zeit hier. Nee. Genau, ich habe eine Frage, die schließt sich eigentlich an die vorherige Frage so ein bisschen an. Und zwar, wie kann man in diese progressiven, queer-feministischen, postkolonialen Bubbles durchdringen? Weil ich sehe die Gefahr halt vor allem für Gen-Z-Leute. Das sind selbsternannte Journalistinnen, die da gerade einfach 1:1 Propaganda reproduzieren. Das sind Autorinnen, die antirassistische Bücher schreiben, das sind ja wirklich Leute, von denen Gen Z auch viel hält und ich, also ja. Fridays for Future global etc., TikTok und das ist, also das ist wirklich, was kann man tun, welche Gruppen, Bildungsarbeit, klar, man will natürlich nicht über die Sharepics, also diese Infographics, Sachen posten, aber wo kann sich Gen Z, also die informieren sich einfach über Instagram, das ist halt super, das stelle ich mir halt die Frage, was kann man an Bildungsarbeit tun. Ich meine, ihr leistet ja auch gerade kostenlose Bildungsarbeit. Diese Sachen verschwinden aber nach 24 Stunden. Und also ich habe Highlights. Ja, genau, aber ich sehe halt das erste Mal in meinem Leben wirklich habe ich Highlights gehabt. Ich sehe halt immer die gleichen 5 Leute, ja, ich die weiß. Sachen teilen. Also wie kann man da durchdringen und den Leuten irgendwie, also vor allem der Gen Z, das nahelegen. Wir haben uns eben vorher noch darüber unterhalten, dass wir verstehen können, dass das eine Frage werden könnte. Ne? Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, nicht durchzudrehen. Mhm. Ja? Nee, es wirklich, also es gibt so einen Moment, wo sozusagen, wenn der Neues so krass laut wird, dass man denkt, das kann ja alles gar nicht wahr sein, so, ne? Ja. Aber wenn wir uns die Geschichte angucken, gibt es immer lauten Neues und der ist nicht unbedingt da, wo Wahrheit ist, so, ja? Und diejenigen, die das durchschaffen durch die Geschichte, sind die, sozusagen durchhalten und nicht verrückt werden daran und einfach wirklich wie so. Ich finde es fast, es ist so, so Farmarbeit, weißt du? Also ganz stoisch, ich würde stoisch blockieren, ich würde stoisch melden, ich würde stoisch auch zum Beispiel, also
Leuten, die dir jetzt zum Beispiel nahestehen oder sowas. Es gibt ja unterschiedliche Ebenen. Ne? Mir steht einer total, mir stehen Leute nah, aber also ich habe ja auch 10 Jahre den Scheiß schon gemacht, deswegen habe ich jetzt niemanden mehr. Aber wir haben ja noch Menschen, aber keine, die jetzt keine Versprengten so. Aber trotzdem gibt zum Beispiel ganz viele von meinen israelischen Freunden, ich habe ganz viele linke Israelis, die aber auch in der Diaspora gelebt haben und so, die wirklich so, oh mein Gott, mein bester Freund hat gerade geteilt, Intifada, Globalized Intifada und so, ne? Die sind, also denen bricht gerade das Herz. Und ich finde es ganz süß und sage, naja, willkommen in der Diaspora. Und ich glaube, das heißt, wenn man Menschen hat, die dir jetzt nahestehen, ne, dann würde ich immer noch versuchen, mit denen in Dialog zu treten und versuchen, bestimmte, ich glaube, wir haben es, also ich finde es irgendwie fast schon nervig, aber ich glaube, wir haben es mit einer Verschwörungserzählung zu tun. Ja, es ist wirklich so. Genau, oder? Danke, Ronja. Ja. Also wir haben sozusagen mit einer globalisierten Verschwörungserzählung zu tun und es ist ganz schwer, Menschen aus der Verschwörungserzählung zu holen. Und mir wollen ja auch mich educaten ja Leute mit zum Beispiel Stories von Sean King. Und die sind dann überzeugt, dass sie jetzt mir echt endlich die Augen öffnen und so, ne? So. Und ich glaube, wenn dir jemand richtig nahesteht, würde ich wirklich versuchen, in dem Rahmen, den du leisten kannst, Aufklärungsarbeit zu leisten in Bezug auf wirklich Fakten. Also, wann ist ein Genozid ein Genozid? Ja. Hier findet kein Genozid statt, weil, ja, so. Wann ist Apartheid Apartheid? Hier findet Israel ist kein Apartheid. Ne, solche Sachen. Warum ist Israel keine Kolonialmacht? Weil es braucht einen... Es ist eigentlich ganz simpel, ne? Also es ist auch gar nicht so kompliziert. Wir haben es einfach wirklich total verpasst, das einmal kurz klarzustellen. Nee, das glaube ich nicht. Doch, wir haben es verpasst. Das ist alles unsere Schuld. Nein, ich glaube auch so ein bisschen ist es, wir haben so mit so einer Maschinerie, das Problem ist, das sind ja nicht so ein paar Verrückte, sondern es sind ja wirklich diese ganzen, die teilen dann AJ Plus, ich meine, die haben ja ein ganzes, und das Problem ist... Das sind viele, ja. Und auch ein bisschen sowieso, was ja auch ein Versäumnis ist von so deutschem Journalismus, man hat ja die ganzen Auslandsredaktionen ziemlich zusammengekürzt und zusammengespart und hat dann irgendwie so eine Person, die muss dann so 15 Länder abdecken und dann kommt dieses komische, wer hat das Rederecht zu etwas, kommen so ganz viele so komische, daran machen es so schwer, aber du hast recht mit... Ich würde stoisch alles, was geht, also jeder, der dir richtig nahe steht, nochmal versuchen, einen Spaziergang, also wirklich in so einem, einfach nochmal so, na, erzähl doch mal, warum, und dann alles, was nicht mehr geht, muss man einfach auch verabschieden, einfach loslassen, Ballast. Also man kann sich nur noch konzentrieren, weil es ist auch viel Energie. Ja. Ja. Und es, man verliert viel Energie, aber man muss auch noch ein bisschen durchhalten, weil das ist jetzt noch nicht, das Ende ist noch nicht in Sicht. Ne? Also es dauert und es wird noch viele Monate dauern. Und deswegen ist es so wichtig, die Kontrolle nicht zu verlieren. Ich glaube, ich sage mir das gerade alles selber. Und dann bloß ich die Kontrolle verlieren. Du hältst es noch durch. Nein, aber das würde ich genau. Das würde ich echt raten. Und dann so peu à peu an denen, die du noch, wo du noch so das Gefühl hast, da ist noch so eine Beweglichkeit, wo einer dann dir sofort sagt, die, ich habe letztens hier, ja, es gibt ja irgendwie... also es gibt ja eine große Anzahl äthiopischer Juden in Israel. Mhm, ja. Ja, die sind ja nur in der Armee, damit die totschießen. Okay, die schicken die Schwarzen in die Armee, um die totschießen. Dann weiß ich, ja, okay, alles klar, geblockt. Also, weil dann ist sozusagen nichts mehr zu tun. Ja, dann müssen die halt so weiter. Liebes Publikum, und jetzt entsteht so ein Mikromoment von Unruhe. Da weiß ich immer schon genau, jetzt wird es Zeit für die gemeinsame Kneipe hier. Achso, aber wir haben noch nicht mal 3 Fragen gestellt. Ihr habt nicht mal, das waren 3. Nee, das waren 2. 2.
Na, gefühlt eine dritte drei. Machen wir noch. Da ist eine dritte. Aber so ein Beispiel, wo wir, den wir auch vielleicht so, wäre ja auch sowieso, halt, dass man wie so Fakten halt in dem Sinn, wo man halt reinkommt, ist, das ist Al Jazeera, warum ist es eine, diese katarische, das ist ein katarischer Staatssender. Es gibt Geschichtsbücher, man könnte wirklich auch basic gehen, so. Also man könnte halt. Aber ich finde die Frage, die da gerade gestellt wurde, super interessant. Ich kann mir das natürlich auch hardcore-mäßig in der Bildungsarbeit vorstellen. Aber auf der anderen Seite, Diskurs ist nicht nur ein pädagogischer Auftrag. Also so, wenn Leute darauf bestehen, dass Israel ein Apartheidstaat ist, habe ich keine Lust mehr zur Kommunikation. Irgendwann ist mir das zu blöd. Das ja. Ist, ja, aber das ist halt, das Problem ist, wenn wir nicht widerlegen, warum nicht, ne, dann plappert halt Annika mit den Yoga-Pens das halt einfach weiter. Ja, das stimmt. Ohne dass sie wissen könnte, wo Gaza, die Westbank oder Israel liegt. Es gibt diese geilen Reels, ne? From the river to the sea, welcher River denn und so, ne? Und dann hört das halt schon auf, ne? Dann wissen die nicht mal mehr, ist der Jordan River. Und die sind extrem überzeugt und auch marxistisch unterwegs und so. Aber ich glaube schon, ich verstehe, dass du das nicht mehr kannst. Aber da draußen sind ganz viele junge Leute, die machen das ich noch kann nicht das so schon, lange. Aber das, die Frage die müssen ist, da jetzt durch. Die müssen ja, aber das Ding ist, man muss auch ein bisschen auch. Ich gebe euch recht, aber man muss auch wirklich an diese Quellen dieser Propaganda auch gehen. Also man müsste jetzt wirklich diese mindestens, wenn immer bei Al Jazeera AJ abschalten. Wie genau. Haben sie in Israel zum Beispiel abgeschaltet? Ja, oder Warnhinweis kommt dann und mindestens. Einfach die noch Mauer ziehen. Nee, aber wirklich sowas. Also es muss klar sein, wie bei Russia Today ist klar. Eine Frage noch. Wer traut sich die dritte und entscheidende? Ja, jetzt, ich habe dich nicht gesehen. Entschuldigung. Das ist das Patriarchat. Drei Frauen. Ist doch gut. Ja, deswegen, das war eine Frauen. Ironische Bemerkung. Ja, genau, nochmal so Thema Bildungsarbeit oder Bildungsbereich. Es haben ja sicherlich alle mitbekommen, was auch irgendwie gerade an den Berliner Schulen abgeht, gerade irgendwie auch in Neukölln und auch anderen Bezirken. Und da wird dann immer gesagt, als Lehrkraft muss man auf jeden Fall intervenieren bei antisemitischen Parolen von the river to the sea etc. Aber was mir so ein bisschen Sorgen bereitet, ich studiere zum Beispiel an der FU Grundschullehramt und das sind angehende Lehrkräfte und was ich da so beobachte, sind halt, ja okay, du weißt schon, was abgeht. Genau so. Und, sag mal weiter. Ja, also da wird halt wirklich irgendwie in studentischen WhatsApp-Gruppen wirklich Propagandaliteratur zur politischen Weiterbildung irgendwie geteilt. Es wird versucht, angehende Pädagogen irgendwie zu agitieren. Wirklich, also ich habe mir die Literatur auch einmal schicken lassen, weil ich so ein bisschen wissen wollte, was abgeht. Das ist auch irgendwie schon alles gemeldet bei der RIAS etc. Aber trotzdem, es passiert halt nichts an den Unis. Und es ist halt wirklich Literatur, die rufen auf zum Märtyrertum etc. Ihr könnt euch das vorstellen. Und ja, Leute, die was dagegen sagen, werden entweder aus den Gruppen irgendwie, übrigens auch israelische sozusagen Menschen mit israelischem Namen werden aus den Gruppen entfernt. Andere Leute, die was sagen, werden angegangen. 200 Menschen schweigen und sagen, ja, das gehört hier nicht hin. Wir studieren ja Sonderpädagogik und nicht Politik. So, das ist halt irgendwie so der Stand der Dinge. Und die Dozierenden machen nichts. Jetzt wurde gerade auch wieder von der Gruppierung Samidun bei Instagram gepostet, ja, Kundgebung an der FU in der Mensa am Freitag, pro Palästina, so, was geht ab? So, und es passiert nichts. Und ich frage mich halt irgendwie so, was kann man tun? So, wie, ja. Ja, da muss man jetzt halt einfach an die Universitätsleitungen ran. Also ich glaube, dann muss man jetzt mal ein bisschen strenger werden, oder? Also ich würde jetzt sagen, Universitätsleitungen, Screenshots, auch veröffentlichen, Medien. Und dann Universitätsleitung vor die Rede stellen, die Verantwortung der Universität,
Das ist jetzt so, was mir so einfällt. Und man muss auch mal daran appellieren, dass, also man hat sich lange nicht dafür so interessiert für diese ganzen Sachen. Es war irgendwie so, man fand das irgendwie ganz, also weiß ich nicht, wir will gerne so offen für alle sein und so weiter, aber man hat sich nicht genau für die, nicht interessiert. Und ich finde, zu einem wirklich konsequenten Antirassismus gehört auch dazu, dass man das Gegenüber als für voll nimmt und dass man es dann ernst nimmt und nicht wie so kleinen Plüschhäschen behandelt, ja, sondern wirklich auch, also, und dann muss man auch wirklich sagen, so, was ist, es geht hier nicht um, so, es sind Ideologien und so weiter, und man muss schauen, mit wem hat man es zu tun, mit was hat man es zu tun, mit was für Quellen hat man es zu tun, was ist Samidun, was sind diese ganzen Organisationen, was sind da für Netzwerke dahinter und so weiter, da muss man so rangehen. Ja. Und man muss nicht, man kann sich halt nicht mehr so irgendwie so schön, das Leben so schön machen und sich nicht dafür interessieren. Das ist sowieso eine kluge Haltung, weil was du gesagt hast, ist ja offenbar, wie sagt man immer so, vornehmen oder unvornehmen, ein strukturelles Problem. Ja. Da gibt es offenbar richtig ein Personalproblem, ein Mutproblem, ein Feigheitsproblem, ja, alles Mögliche. Ja. Und ich kenne solche Geschichten aus ganz vielen Kontexten. Es ist, ich muss es ehrlich sagen, trostlos. Ja, aber an jeder Ecke Stress machen, wo man Stress machen aber kann. Man muss jetzt, man kann jetzt eben nicht, man kann jetzt nicht Maul halten. Nee. Ne? Man kann jetzt nicht abhängen. Es ist jetzt leider nicht die Zeit dafür, kommt bestimmt wieder, aber jetzt... Nee, voll. Und ich glaube, was man bei dem ganzen Pessimismus, was ich mir in den letzten Tagen auch gedacht habe, ist, es gibt ja viele auch, die sind so Angst haben, da was zu sagen, wenn dann alle diese komische Propaganda teilen und diese Samidun, was weiß ich, und alle rennen dann irgendwie gehen mit diesen Hamas-Fans da demonstrieren. Und dann, wenn man halt was sagt, je mehr man halt auch was sagt, dann fühlen sich Leute, die sich so schüchtern sind oder so, ermutigt, man merkt, man ist nicht alleine, die da ein Unwohlsein hat, mit irgendwelchen Terrorverherrlichern dahin zu rennen. Ja. Man kann ja auch, was die gut können, ist sozusagen Gruppen bilden. Ne? Also die können ja, die haben ja dann diese, da muss man halt andere Gruppen bilden. So, ja, so. Eine Insel mit zwei Synagogen, ja, so. Und dann, aber dann muss halt die zweite Synagoge jetzt gebaut werden, ja, wenn die noch nicht gebaut wurde. Oder eben die zweite Facebook-Gruppe oder was auch immer. Aber das muss dann jetzt halt passieren. Das ist jetzt sozusagen der Moment, endlich deutscher Widerstandskämpfer zu werden. Der wahre Befreiungskampf. Nein, mein Eindruck ist, dass ich gehe noch mal auf die eine Fragerin ein. Das ist eben nicht eine Frage von irgendwelchen WhatsApp-Gruppen. Oder Kanäle. Doch, aber es gibt, ich glaube, schon, es braucht eine Bestärkung. Also es braucht Community, weil es gibt da draußen eine große, ne, so, und dann sitzt man so, und deswegen habe ich auch gesagt, ich bin so in so WhatsApp-Gruppen, Hot Juice, all over the world und so, das ist gut. Ja, it's 1944, but there will be 1944, we can go through this und so, und das braucht man jetzt, ja, weil die anderen, die machen das ja auch. Ja, auch wenn man das scheiße, ich hasse Gruppen und ich hasse WhatsApp-Gruppen. Ich hasse auch Gruppen. Wirklich, ich hasse WhatsApp-Gruppen. Ja. Aber. Sozusagen. Aber manchmal braucht man sie eben. Ja, und gerade die sozusagen eher so das Kollektiv lieben, die sind halt im Kollektiv total stark. Und die eher nicht so das Kollektiv lieben, die kacken dann halt ab in so einem kollektiven Moment. Aber dann müssen wir kurz mal einmal Augen zu und jetzt auch so ein bisschen kollektiv von Individualisten oder so oder die das Kollektiv hassen oder so oder die das eigentlich ablehnen, kollektivistisch zu agieren, ja. Aber das braucht es halt. Aber ich meine, man muss auch sagen, es ist halt so ein Stück, also weil es so in den Strukturen ist und weil man halt, man hat diese Leute teilweise überall sitzen, die dann dieses Zeug teilen und die dann irgendwie kann ja viele Beispiele nennen, irgendwie eine Autorin empfehlen, die dann einen faschistischen türkischen Dichter empfiehlt, der irgendwie Verse geschrieben hat, wie man Juden, Armenier, Jesiden, Aleviten alle auslöschen hätte sollen. Kypra-Gömischer, ja genau. Ein Beispiel für viele. Also, und das Ding ist halt, das ist halt jetzt einfach eine Kleinstarbeit, dass man halt einfach, das ist ja nicht so, das Problem ist auch, wenn man über manche Sachen spricht, man sagt dann zum Beispiel, alleine, dass das mal so ankommt, dass diese Fakten,
Al Jazeera ist ein katarischer Sender. DITIB untersteht der Religionsbehörde Diyanet. So, wie so die Hausaufgaben machen und die, dass man so das Grundwissen hat und dass man dann muss man jedes Mal an jeder Stelle sagen, nein, das ist das und das und das, bis es ankommt. Und ich glaube, das dauert lange und es ist anstrengend. Und man muss jetzt auch, wie du meinst, halt einfach vielleicht so meditieren eine Stunde am Tag und dann kann man sich darauf durchziehen. Es ist wie Yoga, nur anders, was ja, als Programm anders, vor uns steht. Viel Zigaretten rauchen vielleicht. Das machen wir gleich. Liebes Publikum, jetzt muss ich drauf bestehen, weil unsere Kollegen auch irgendwann nach Hause wollen. Ja, das ist ja hier auch. We never walk alone. Merna, was sagst du da? Nein, was, ich mach doch nur Spaß. Was willst du denn? Ja, wir können diese Kollegen, die haben alle die Stachanow-Medaille im Leben schon bekommen. Ich schwör. Die dürfen auch schon einfach feiern. Es geht jetzt in der Kneipe weiter und alle pädagogischen, lifestyleigen und sonst wie wichtigen politischen Fragen können weiter erörtert werden. Es darf macht jetzt draußen, einfach eine WhatsApp-Gruppe. Draußen darf immerhin noch geraucht werden. Und liebes Publikum zu Hause, wenn ihr so lange durchgehalten habt, umso besser. Das war jetzt, glaube ich, der längste Taz-Talk ever. Und es hat eine Freude gemacht. Danke, Ronja Othmann. Danke, Mirna Funk. Danke. Und dann will ich noch sagen, dass es nach diesem Taz-Talk auch ein Leben, ein weiteres Taz-Talk-Leben, da wir dann normalerweise tauchen da schon Ankündigungen auf. Da sehen Sie das, am 7.11. machen wir was zu Bauernsterben mit dem Kollegen Bartel Grill. Rest sehen Sie, ich selber mache am 21.11. mit dem angehenden Schweizer Psychoanalytiker Sebastian Truhl über die Unsitte, alles diagnostizieren zu wollen und damit auf Identitätssuche zu gehen. Das ist was für Kenner und Kennerinnen. Schönen Abend euch allen, Ihnen allen. Es war ein großes Vergnügen. Und jetzt wollen wir doch mal eine Weinschorle zu uns nehmen. Danke, adieu.